Gott. Buongiorno. Ja, Montag noch. Kann man kaum erkennen. Hinterher dran umso schlechter. Kannst du es gar nicht erkennen? Scheiß drauf. Auf Completo. Als ob ich die Szene genannt. Completo. Completo oder was? Oh, lauter sprechen. Wach werden. Jetzt hör ich kein Alessandro. Allora, habe ich eine super packte Anekdote? Nein. Soll ich euch fragen, wie es euch geht erstmal? Ja, wie geht's euch? Mir geht's ganz gut. September ist da. Es ist sehr kuschelig. Very, very, very kuschelig. Molto kuschelig. So sollte ich das. Ab jetzt, ab Herbst heißt die Sendung jetzt Moin kuschelig. Nein. Aber soll kuschelig sein. Und immer kommt so richtig in, ja, Kuschelstimmung. Horrorfilme gucken. So diese, wie gesagt, für mich immer so diese Slasher-klassischen Sachen und so. Halloween ist nicht weit. Und für mich fängt das schon jetzt so eigentlich die Halloween-Zeit an. Mit so einem Wetter. Boah, ich kann gar nicht die Ärmel hochkrempeln. Das ist viel zu kalt. Heute werde ich, das sage ich jetzt schon mal vorab, ich setze Timestamps. Ja, ich setze Timestamps. Jetzt wirklich. Ich habe schon oft gesagt, aber ich mache das jetzt wirklich. Und schreibe die dann sofort auch auf. Ich glaube nicht, dass ich sofort aufschreibe, aber ja. Timestamps. Ich hätte mir noch irgendwelche Sachen überlegt für die Sendung oder allgemein. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das spricht für mich. Eigentlich gegen mich, aber für meine Person. Ich glaube schon. Was ist heute zu sehen? Ich kann schon mal. Genau, lassen wir mal so. Ich tease. Ich habe die neue Folge She-Hulk gesehen. Ich habe Jeepers Creepers 4 im Kino gesehen, Donnerstag. Wollte einen Solo-Podcast machen. Mach's aber nicht. Ich meine, das war mit offen, das weiß ein Kind schon eigentlich Quatsch, glaube ich. Außer ihr sagt so, es ist egal, auch wenn es mal schlechte Filme sind, nur 20 Minuten. Oder wahrscheinlich ist es noch besser, vielleicht, wenn man 20 Minuten Solo-Podcast hat, weil es irgendwann langweilig ist, wenn nur einer so spricht. So wie hier. Und nicht zu sehen ist. Oder ich mache auch mal Solo-Podcast und nehme mich hier so auf, wie hier, wie beim Mal gucken. Mach halt Podcast und hier mit Bild so, auch wenn das nicht viel bringt. Dann habe ich gesehen, ich habe Karate Kid, die neue Staffel gesehen, die fünfte. Also Cobra Kai. Aber nicht, weil Ralf die gesehen hat, wollte ich die mit ihm besprechen. Aber ihr wisst ja, weiß nicht, ob das was wird. Mal gucken. Mal gucken. So heißt die Sendung hier. Dann habe ich viele Filme, so 90er-Stuff gesehen. Wirklich viele 90er-Filme. Richtig so oldschool. Alle, die ich glaube ich schon mal gesehen. Ja, ich glaube, alle hatte ich schon mal gesehen, ja. Kein Neuer dabei gewesen. Und ach, Freitag ist rausgekommen, neue WQF-Folge mit Hakan und Michael. Da ist rausgekommen, wo wir bei 90er-Filmen sind, so Poseidon, Air Force One und Day Shift. Alter, die kam mir aus der Kanone geschossen. Zieht's euch rein. Neue Folge Podcast. Ansonsten, bei mir kam nichts Neues, glaube ich, ne? Warte mal, ich guck mal gerade. Nee, Orphan, das Waisenkind, danach war es mal gucken, das letzte. Also, habe ich das schon angekündigt gehabt? Puh. Ja. Wollen wir mal News machen? Denn ich habe nichts Cooles zu erzählen, glaube ich. Irgendwas so, was noch weniger Sinn macht als sonst? Glaube nicht. Machen wir einfach so. News. Grand Theft Auto 6 kommt raus. Ist jetzt nicht so, ich habe die nie wirklich gespielt. Das allererste damals. Hier mit der Sicht von oben. Bulletproof Coffee, sechste Woche Keto jetzt. Dann, was ist das? Was Netflixiges? Ach, Dahmer, Jeffrey Dahmer.
Diese ganzen Serienkiller oder Sektenführer. The Curse of Bitch Hollow. Auch Netflix. Wayans. Marlon Wayans spielt damit. Ach cool. Brad Ferguson und Kelly Rowland. Was? Ah, cool. Ach, so eine Horrorserie. Jetzt passend. Cool. Gucken uns gleich den Trailer an. Dann, gerade passend. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Es gibt einen neuen Karate-Kid-Film. Es war ja klar, dass das irgendwann, ne? Also, jetzt, wo die Serie so abgeht. Ne? Leute, also, dass das so spät kommt, dieses Gefühl, ey. Ne? 5 Staffeln müssen da kommen. So, gucken wir mal gerade. Was ist denn schon da Bescheid? Also, in Theater Juni der 7/24. Das ist dann no word on story details, no cast and crew attached to the film. Stay tuned for updates. Ja. Bin gespannt, was sie da machen. Neuauflage, basierend auf der Serie jetzt auf einmal nochmal ein Film. Was ja so ein bisschen dumm ist, weil damit machen sie eigentlich das. Also ein richtiger Kinofilm? Jetzt mit den Figuren, wie sie in der. Da gibt es irgendwie keinen Sinn. Weil in der Serie Cobra Kai wurde ja jetzt quasi fast alle Möglichkeiten, die es gibt, wurden erzählt. Aber dazu mehr vielleicht in einem Solo-Podcast zu. Nicht Solo-Podcast. Oder ich mache dann, wenn Ralf nicht kann, einen Solo-Podcast zu Cobra Kai 5. Aber ist auch doof, wenn man so alleine erzählt, in eine Stunde über jede Folge. Mit Spoilern und so. Egal, kommt das. Und, ihr wisst, ich bin ein Fan von Konstantin. Also von dem Film. Jetzt kommt ein zweiter Teil mit Keanu Reeves. As John Constantine. Und da ist, glaube ich, auch nichts. Lawrence will return as a director with Akiva Goldsman writing the script and J.J. Abrams producing. Okay. Cool, wenn Rachel Weisz noch dabei wäre. Die hat doch überlebt im ersten Teil. Ja, hat die. Aber ist natürlich nichts für sie. Obwohl sie auch nicht mehr so viel macht, ne? Was macht Rachel Weisz eigentlich so? Was macht Rachel Weisz so? Wollen wir das mal gerade nachgucken? Wollen wir das mal gerade nachgucken? Ha-pa-da-pa-da-pa-da. Rachel Weisz. Rachel Weisz. Gehen wir aufs Oldschool. Black Widow. Ach ja, stimmt, okay. Aber das zähle ich nicht als Job. The Favourite war der letzte Film. Hat die irgendwie Kinder an Start oder so? Dass sie ein bisschen pausiert? Weil Black Widow war ja auch schon früh produziert. Aber dann, glaube ich, wegen Corona auch verschoben. Also könnte das passen. Persönliches, weißt du, wenn der US-Regisseur dann ausgefallen hat, das ist er. Tochter 2018. Beim Auftritt in Daily Show im Juli gab sie bekannt, oder? Amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Fail. Ja. Okay. Ist das halt so? Ewige Jugend. Ah ja, da war sie auch. Oh, da ist schön. Paolo Sorrentino. Excuse. Was hatten wir hier nochmal eben? News. So. Blade Runner, das hatten wir schon. Ah, das hatten wir schon. Mehr ist da nicht. Neuer Zelda-Teil. Oder habe ich das immer gesehen und nicht gesagt? Diese kommt die Serie zu. Interessiert mich echt ein schön überhaupt nicht. Achso, das hier ist einfach Instagram. Der Manu, Blues war was. Die haben ein Video rausgebracht. Video Review auf YouTube. See. Okay. Was habe ich gesehen? Fangen wir mal hinten an. Von hinten. Lucky? Alter, was war denn Lucky? Muss ich mir überlegen. Ach so, das hatte ich schon. Ach, Slapface habe ich gesehen. Slapface! Pa, da gehen sie immer so eine Klatsche. Pa, pa. Ich weiß nicht, also. Scheiße, ich erinnere mich voll nicht an den Film. Oh, den hab ich direkt gesehen, glaube ich, letzten Montag. Warte, konzentrieren, konzentrieren. Kurzer Film, 85. Horror ist wieder so ein subtiles Ding, wo gesagt wird, dass. So mit, wie heißt der, mir fällt der Film, Babadook. Babadook. So wieder, ne? So übertrieben, Kind ist irgendwas, das Monster und ist natürlich ein Bild für, also übertriebenes Bild für
Kind geht schlecht, was da so los ist. Und er spielt mit seinem großen Bruder, der sich um ihn kümmert, sie ihn erzieht, diesen Jungen hier. Schauspieler kenne ich alle nicht. Haut dir jedes Mal, klatscht den richtig an ins Gesicht, so richtig, so dieses Slapface eben so. Pah! Und dann soll der Junge aber zurückschlagen. Und so geht das immer. Und auch so ein bisschen gehänselt wieder in der Schule und alles. Und jedes Mal, wenn was ist und so, dass er stark ist. Aber ein bisschen anders als sonst, dieses typische. Jetzt haben wir hier einen Vater aus den 70ern, sowas nicht. Hat schon irgendwie ein bisschen was Intimes dann schon. Dass irgendwann trifft es auf so ein Monster, also eben dieses Vieh, was man da auch sieht, jetzt hier Vollkanne. Und das bringt auch andere um und bla bla bla. Ey, der ist ganz nett eigentlich. Der besucht hier so schlecht, 2,7. I don't know. Ah ja, das geht ja jetzt. Hier bei Letterboxd neu. Change Poster. Da kann man sein Ding jetzt immer aussuchen. Ach, das finde ich besser. Das ist viel besser. Viel, viel besser. Das ist so. Guck mich an, ich bin ein Horrorfilm, ich mache einen auf Plakativ, ich bin Hollywood. Und das ist hier so ein. Ich bin A24. Hollywood-Blockbuster? Oder sind es aber so. Netflix? A24. Netflix? A24. Netflix? A24. Bam. Komm, Leute. A24. Guck mal hier, André Hecker hat 2,5 nur gegeben. Ach, ich würde ihm schon irgendwas anderes geben. So, was gab's dann? Echos? Was ist denn Echos jetzt, Alter? Ach, die Serie habe ich gesehen. Ist eine Netflix-Serie. Kurzserie. 7 Folgen sind es, glaube ich. Mit Michelle Monaghan, die ich ja eigentlich cool finde. Eigentlich, also die ich cool finde. Zwillingsschwestern. Also sie spielt hier die Zwillingsschwestern. Crazy. 22. Meine Geschwister haben mich darauf aufmerksam gemacht. Haha, witzig. Zwillingsschwestern, meine Geschwister. Haben so die erste Folge angefangen, sagen die wäre ganz cool. Ich fange sie an, habe sie dann schnell geguckt als sie. Weil so bei Miniserien, finde ich, geht das, weil das für mich wie ein langer Film einfach ist, wirklich. Da kann man schon eher das schnell gucken, als jetzt für eine echte Serie. Eine echte Serie in Anführungsstrichen. Und so. Michael Moneke lebt so in Hollywood, hat so einen Typen, der so perfekt ist, gut aussehen, Psychiater. Und sie erfährt dann, dass ihre Zwillingsschwester, da wo sie aufgewachsen ist und herkommt, in so einem Kaff eher so verschwunden ist. Also fährt sie dorthin. Und dort ist es so ländlich. Matt Bomer ist da am Start. Das ist der Mann von seiner Zwillingsschwester. Von ihrer Zwillingsschwester. Und die haben so eine Pferderanch. Weil sie nochmal Pferde, mega teuer, bla bla, alles. Sind bestimmt gut für Pferdefans auch so ein bisschen. Öfters mal Pferde zu sehen sind. Und anscheinend sollen da Leute Pferde geklaut haben. Die Polizei ist da am Start. Der Sheriff sieht so crazy aus. So eine ältere Dame. Die hat so crazy Augen, so ein bisschen. Die sind so mega weit alienmäßig auseinander. Und das Gesicht insgesamt und so, ne? Die hat dunkle Hautfarbe. Und die sieht aus wie E.T. Ja, aus wie menschlicher E.T. Und macht einen auf Columbo. So ein bisschen naiv tut sie die ganze Zeit. Aber stellt dann diese stechenden Fragen auch so nochmal so. Ah, Moment mal, ich hab da noch eine Frage und so, ne? Wenn man denkt, so man ist jetzt befreit und sie ist weg. Nein, ja. Und jetzt versucht dann die Monaghan, die Schwester aus Hollywood, versucht herauszufinden, was da passiert ist, wo die Schwester ist. Die Schwester, also sie hat keine Kinder, aber die Schwester hat ein Mädchen, eine Tochter. Und das ist natürlich auch witzig, dann liegt die im Bett und sie kommt so und dann so, Mama, bist du wieder da? Weil sie natürlich so aussieht und so, nein, nein, ich bin's nicht. So, das ist schon crazy alles so ein bisschen, ne? Und was die Serie macht hier, man sieht schon am Plakat auch, kann man das jetzt auch erinnern? Man sieht am Plakat, hier gibt es einfach nur die verschiedenen Sprachen und so. Nichts, aber das ist ja auch okay. Kann man auch nicht selbst eins hochladen? Warte mal. Wieso kann man nicht selbst eins hochladen? Posteritati.
TMDB, Popular. Okay. Die Serie ist sehr, sieht so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, sieht so ein bisschen Fincher-mäßig aus. Fincheresque. So ein bisschen so grün, blau. Sehr, sehr kalt gefilmt. Um zu sagen, flach, sehr atmosphärisch. Und sehr Mystery. Sehr, sehr Mystery. Fängt die Serie an. Also wirklich die ersten zwei Folgen, besonders die erste, sind very, very, Alter. Sind sehr mysteriös. Sehr so, what the fuck ist da passiert? Ist da so ein bisschen was also unheimlich auch? Und so ein bisschen könnte da was Übernatürliches, sag ich jetzt mal, nicht extrem, aber so ein Hauch schwebt so über diesen ersten Folge oder ersten zwei Folgen. Und dann wird es halt so ein bisschen, geht es dann mehr in so eine andere Schiene, in die Krimiserie so ein bisschen mehr. Weil sie immer noch herausfinden muss, was da los ist. Ich will auch nicht zu viel verraten jetzt, weil dann wird dann schnell genommen. Und dann geht so dieser Mystery-Flair geht so ein bisschen verloren. Wir fahren so die Vergangenheit, da springt es oft hin zu den Mädchen als Zwillinge, wie die als Töchter sind, weil die so extrem waren, das kann ich erzählen, genau. Als sie jung waren, natürlich klassisch, was machen Zwillinge? Die tauschen. Und hier der Spruch ist halt geil, dass die wirklich immer ihre Identität getauscht haben. Auch wenn was passiert ist. Oft tauschen die immer. Keiner kann die auseinanderhalten. Und haben die ganz oft so schon als Kinder kurz ihre Person getauscht und auch mal länger und länger. Wenn da Unfälle passieren und sowas. Und überhaupt. Und da gibt es auch dieser Spruch, was meins ist, ist deins. Was deins ist, ist meins. Gruselig. Und das ist alles gar nicht schlecht. Das ist alles gar nicht. Guck mal, die Serie hat jetzt 2,9, ja, ist nicht viel. Und die Serie ist insgesamt auch komplett gesehen, die 7 Folgen sind nicht schlecht. Also mir geht dann so, mir fehlt dann so leider dieser Mystery-Touch am Anfang und geht halt in eine andere Richtung, die auch interessant ist, aber sich dann irgendwie wiederholt, wo nicht viel Neues kommt. Dann gibt es so einen kleinen Twist am Ende irgendwie, natürlich, Miniserie überhaupt und so eine Aufklärung. Also es wird schwierig. Also man sieht es ja auch schon so an dem Plakat, dass so beide irgendwie da sind. Dass sie das jetzt auch noch machen, da mit diesem Tauschen. Und es wird dann schwierig zu checken, auch wer wer ist. Irgendwie. Also irgendeiner hat da geschrieben oder irgendwo war das ein Kommentar, dass der Regisseur selber einfach nicht mehr wusste, wer wer ist. Ist echt so irgendwie gefühlt. Ist auch egal fast, weil das irgendwie so eine Spannung nochmal mit sich bringt. Aber irgendwann dann auch so eine Irrelevanz. Und deswegen fühlt es sich so an, als wüsste die Serie dann auch nicht, wo es richtig hin, wo sie richtig hin will. Und insgesamt denkt man dann wieder, hier 329 Minuten hätte auch ein zweistündiger Film sein können. Also, das ist ja jetzt bei vielen Miniserien so, dass man denkt, Leute, ein 2-Stunden-Film wäre besser gewesen. Ach, hier steht es sogar, direkt hier. Das war nämlich der erste Kommentar, sonst hätte ich auch nicht gelesen. I don't even think the director knew who was who in the end. Ja, ist ganz lustig. Beschreibe das auch so ein bisschen. Aber trotzdem war die unterhaltsam und war gut. War so, okay, gut. Na, wer Michelle Monaghan mag, der kann ja ruhig ran. Das weiß ich nicht. Aber viele Charaktere, aber wie gesagt, insgesamt, also 2 Stunden Film wäre besser gewesen. Wirklich besser. Der hätte die Spannung auch besser gehalten und so, weil irgendwann wiederholt sich das alles so, ja. Und das ist bei vielen Serien, Miniserien so. Das gibt zum Beispiel jetzt, wo wir wieder im Horrormonat sind, sind es bei Serien wie zum Beispiel, jetzt muss ich überlegen, der habe ich letztes Jahr gesehen, glaube ich. Nee, dieses Jahr. Ist das Midnight Mass? Die von Mark Flanagan. Ja. Da ist es wieder so. Und die hat auch 4 Sterne, okay. Da ist es so, Miniserie. Hier gab es wieder eher Sinn, dass es eine Serie ist. Obwohl es auch gut ein Film sein könnte. Aber was er hier macht, die Serie, ist wirklich so eine Verbindung aufzubauen.
weswegen man die auch nicht so unbedingt bingen sollte, zu den Figuren und diese Zeit nutzt, die sie länger hat. Weil wir so in dieser Welt, die da ist, auf dieser Insel, viel besser kennenlernen und dadurch diese Atmosphäre besser wahrnehmen. Das ist halt hier besser. Die hat wirklich gut funktioniert. Und ich glaube jetzt, genau, wir kennen ja hier Mike Flanagans andere Serien. Und bla 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 bla, Spuk in Hill House, die habe ich ja damals gesehen, fand ich ja mega. Aber ich habe die zweite noch nicht gesehen. 3,9 auch. Und man hat Oliver gesehen, Sebastian und Adrian. Die werde ich mir, glaube ich, dann reinziehen jetzt. Oh, die ist ganz schön lang auch. 494 Minuten. Genau. Und sonst von Mike Flanagan eigentlich alles zu empfehlen. Der hat für mich keine Flaute hingelegt. Ich mag ja auch Before Awake. Absentia habe ich noch nicht gesehen. Das war, glaube ich, ein kürzerer. Und gut, ich habe jetzt die auch nicht gesehen hier. Die Kurzfilme. Sind doch Kurzfilme hoffentlich, ne? Ne, sind richtige Filme. Okay. Aber nur 36 Leute waren wieder nicht zu kriegen, oder wie? Oculus, der Kurzfilm, bla bla. Uja, der zweite Teil war super. Oculus ist super. Und die Dings sowieso. Hush war super. Das ist sie auch, die überall mitspielt. Das ist seine Schauspielerin, wie heißt sie nochmal? Kate Siegel, kann sie nicht gut merken. Die ist nämlich auch in Midnight Mass, super. Die ist in der Haunting-Dings hier. Wie heißt denn die erste jetzt nochmal? Wo ist sie jetzt hin? Ich sehe sie nicht. Ah, da. The Haunting of Hill House. Ist sie auch bei Dings die Mutter? Nein, oder? Nee. Wer war denn nochmal die Mutter? Ist auch egal, jetzt komm. Alle im Kino gesehen. So, und Gerald's Game. Ist ja Netflix-Film, muss auch noch sein, der macht den Film mit Netflix. Dr. Sleep fand ich halt so fast am schwächsten eigentlich, weil das so witzig, weil es eine kommerzielle Arbeit ist, ne? Dann so wieder übertriebene, also so eine große Produktion. Vielleicht lag es auch daran. Aber fanden alle so durchgehend gut. Dominik fand den gar nicht gut. Hat er den Dings, also der andere Dominik. What the fuck? Oh, through this world, blah, boring, lame, fuzzy, bla bla, long, there is no progress. Ja, da fehlt so ein bisschen was. Also am Ende gibt es so diesen Fan-Payoff halt. Wer Shining kennt. So von wegen nochmal. Ah, Leute, komm, ihr habt jetzt hier durchgestanden, aber jetzt komm, jetzt zeigen wir euch nochmal Shining. So, ne? Und Rebecca Ferguson sieht cool aus, ist oft cool, aber leider immer so an der ganz scharf an der Grenze zur Peinlichkeit, leider so ein bisschen alles. Liegt aber auch daran, weil diese Welt hier so ein bisschen grenzwertig gezeigt wird, die von Hugh McGregor. Also, ja, ist halt wirklich. Da fehlt so ein bisschen dieses Springen da zwischen Hugh McGregor und Rebecca Fergusons Vampirin, nenne ich es jetzt mal. Das fühlte sich ein bisschen mehr an wie so eine Serie. Vielleicht hätte er lieber so eine Kurzserie draus machen sollen. Und dann mit ein bisschen mehr dieses Aussehen und der Düsternis von seinen anderen Serien. Atmosphärisch. Um dann diese Figuren mehr zu erzählen, von diesen Vampiren, die Welt und die Welt von Hugh McGregor, weil das alles zu schnell geht auch. Der ist in diesem Dorf da, das weiß ich noch. Und dann sagt er so, oh ja, oh hier, Change Poster. Das wird jetzt mein neues Hobby, Change Poster. Ich mag das Gelbe ja auch irgendwie, weil ich ja, Gelb ist ja meine Lieblingsfarbe. Ist doch die beste Farbe überhaupt. Hier ist so ein bisschen oldschooliger. Ja, nee, das sieht mir zu, das hier so ein bisschen, aber das ist ja dann wieder zu sehr Shining. Das lassen wir hier so fertig. Auch wenn das dann auf der anderen Seite wieder plakativ aussieht. Aha, plakativ, Poster. Oder Plakat hätte ich jetzt sagen sollen, nicht Poster. Ah, shit. So. Wie bin ich denn dahin gebumpelt? Ach ja. Kann man machen. Wenn man die erste Folge, kann man sich angucken, wenn man da sagt, ja, ich weiß, ich habe jetzt gesagt, die erste hat eine ganz andere Stimmung wie der Rest, so mehr oder weniger. Guck mal noch die zweite. Und dann kann man auch den Rest gucken, ne? Oh, Blödsinn. So. Wir gucken jetzt weiter. Dann. Jeepers Creepers Reborn. Krasser geht's ja, habe ich geschrieben. Oder soll ich dazu einen Solo-Podcast machen zu allen vier Jeepers Creepers-Filmen? Ich überleg's mir noch während der Sendung. Oh, das ist auch gar nicht. Ich kann es ja trotzdem zu einem anderen Film machen und jetzt sagen, wie der hier ist oder war. Total generisches Poster, weil das könnte jeder Teil sein irgendwie,
Obwohl auch nicht, wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass der unser Creeper richtig scheiße aussieht. Das ist nämlich schon das erste Manko. Unser Creeper sieht so scheiße aus. Der sieht so kacke aus. Das ist so dieses Typische, wenn man sieht, so jemand trinkt so ein Body, einfach so ein Anzug, so ein Gummianzug und dann so eine Maske, die sich einfach so drüber stülpt und die dann so aussieht wie so ein doppelter Kopf, weil es nicht so schön auf der Haut liegt. Oder so, wie als hätte einer zu einem großen Kopf die Proportion. Hier kann man es so leicht erahnen, aber es ist natürlich nicht so schlimm. Und man sieht ihn am Anfang schon gleich, wie er so aus der Gruft rauskriecht, weil wieder Zeit ist, alle 23 Jahre. Und komplett bei Tageslicht und so weiter. Und wie er so ein halbes Tier ist und ein paar Würmer frisst, damit er wieder fit wird. Und da dachte ich, okay, aber vielleicht machen sie ja irgendwas und so, ne? Aber nein. Okay, ich erzähle erstmal. Am Anfang sehen wir ein Pärchen. Älteres Pärchen. Hier, das ist die von Sabrina total verhext aus der alten Serie. Die Zelda. Ist Zelda die Katze oder war das die Frau? Ich weiß nicht mehr. Und das fängt genauso an wie der erste Teil von dem, also vom ersten Jeepers Creepers. Nur halt ein älteres Pärchen jetzt. Die fährt der LKW vorbei, dann fahren die an dieser Hütte vorbei, wo die sehen, wie der Creeper dann eine Leiche unten diesen Kanal haut. Dann überlegen die sich zurückzufahren. Dann fahren die zurück, dann sehen die das und dann werden die halt gekillt, fertig. So der Anfang. Das war okay. Und das spielt in den 60er, 70er oder so. Sozusagen vor dem Film mit Long. Genau. Und jetzt im vierten haben wir ein Pärchen. Die wollen halt, der ist ein Fan von dem Creeper, von dieser Legende und sagt auch so wieder selbstironisch, ah, da gab es Filme und so, sagt sie, und dann, nein, ja, das ist alles so nicht auf der wahren, ist nicht die wahre Legende und so, die stimmen nicht, die Filme, die da rausgekommen sind, ne, so Selbstreflexion, richtig nervig. Und dann ist die Optik, die sind am Auto fahren, und das sieht schon so kacke aus, also richtig kacke mit dem Greenscreen, richtig kacke. Und dann kommen die da irgendwo an, wo halt der Creeper lebt, wo das sein soll und so. In dem Dorf und sind im Hotel. Und da ist auch schon so eine schlechte Szene, ne? Also Dialoge, alles ist mega kacke und so, ne? Aber dann, was sollte nochmal? Er ist da drin, in die siehst du im Hotel, Zimmer, ohne Schnitt, läuft da rum. Der Typ soll noch was holen aus dem Auto, ich weiß gar nicht mehr was. Und wir bleiben bei ihr. Und sie läuft da nur so rum, so. Guckt sich so Sachen an, die Kamera geht so mit, das Licht ist alles kacke und so, ne? Und wir lachen uns tot im Kino, ne? Ich und meine Geschwister, wir lachen uns so tot. Guckt da, geht dahin. So voll sinnlos. Geht dahin. Und das Gefühl, 5 Minuten macht sie da nichts quasi, kommt mal zu, wie sie nur so von links nach rechts läuft. Und dann kommt der Typ wieder. So geil, Alter. So voll sinnfrei. Und dann, weil der Film geht 88 Minuten, ne? Wahrscheinlich mussten sie, da brauchen sie eher mehr Zeit, irgendwie, damit der überhaupt was zustande kommt. Und dann hat sie anscheinend, machen die so Cosplay und er hat so Kostüme dabei. Und sie zieht dann so verschiedene Kostüme an. So einen auf Freddy Krüger sexy, sexy Nonne, also ne, hier The Nun mäßig. Und am Ende ist es so, ich weiß gar nicht, was ihm herumläuft. Irgendwas so sektenmäßiges, trachtenmäßig. Ich weiß gar nicht, welcher Film das sein sollte. Ach ja, und dann natürlich, was ist das erste Kostüm? Wie heißt die nochmal von ich darf nicht mehr drauf von, ne? Ist voll nervig, aber Michael. Wie heißt die nochmal von Margot Robbie als die von Joker, die Tante. Da, natürlich als das war das Erste. Und er ist halt so mega Fan, so, weil die dann auf diese so eine Kirmes gehen, so ein Event, wo die draußen rumhängen, wo alle so cosplaymäßig verkleidet sind, als Horrorfiguren. Und dann sieht man auch mal so einen Jason und alles, was es so gibt, aber immer so ganz leicht angehaucht. Vielleicht dürfen sie auch nicht ganz rumlaufen, weiß ich nicht. Und die ist halt voll schlecht und langweilig und kalt und man sieht so, dass da nur 5 Leute rumlaufen eigentlich, die immer die gleichen im Bild sind, damit das so was ist. So, aber bis dahin nur schlechtes CGI, nenne ich es jetzt mal, war ja bis jetzt nur beim Autofahren. Aber irgendwann sind die dann nachts unterwegs und gewinnen halt, dass sie durch dieses Horrorhaus gehen dürfen. Von einem Creeper anscheinend.
Und da ist die ganze Nacht und alles, ist die ganze Zeit alles, also im Friedhof ist da auch, komplett. Und sie sollen das live aufnehmen. Dann dachte ich, okay, das wird jetzt sofort Footage-mäßig, aber nee, die Kamera geht nicht. Nicht mal das ist dann sofort Footage. Dann dachte ich, so wechseln die jetzt so ein bisschen im Genre oder so. Einfach und dann gibt es wenigstens das. Ich hoffe, wo ein Footage stehe. Nein, die laufen die ganze Zeit im Studio rum. Das sieht man so heftig, weil das so schlechte CGI ist. Die laufen da, der Friedhof, alles draußen nachts, ist alles CGI. Und so schlecht. Und dann sind die in diesem Haus, weil ich dachte ja im Trailer, die sind die ganze Zeit in diesem Haus und es wird dann einfach so, die sind da gefangen und müssen Escape Room-mäßig rauskommen, das soll das nämlich sein. Und der Creeper ist da drin und jagt die, das ist so, wir machen sowas und sparen Geld. Aber nein, das Haus ist so leer und laufen immer nur eine Treppe hoch und wieder runter. Die Treppe hoch und wieder runter, sind immer am gleichen Ort, den ganzen Film über, also die zweite Hälfte ist das. Und das ist so schlecht und dann, der Creeper macht auch keine Angst, man sieht abgesehen davon, dass er kacke aussieht. Und anders handelt als sonst in anderen Filmen, ganz anders. Ja, okay, wir haben verstanden, das andere war nicht richtig und so die Filme, ne? Buongiorno! Sara, was geht? Lang nicht gesehen. Saluti. Was sieht man das jetzt, Anita? Buongiorno, das so ein bisschen. Schön, dass du da bist. Wie findest du die Creeper-Filme eigentlich? Ich rede gerade über den 2. Ah, der hat auch 2-0, hat er bis jetzt. Und das ist schon gut. Dann laufen in diesem Haus rum und stehen einmal vor dem Creeper. Grazie. Und der Creeper braucht ungefähr eine Stunde, was er eigentlich sonst nicht macht. Klar, dieses langsam Gehen und so, aber der steht da einfach. Und dann geht ein anderer Typ hin und haut ihn so. So schlägt so, das sieht so ganz doof, schlägt so auf ihn ein, so. Und der lässt das einfach mit sich machen irgendwie. Also total, überhaupt, die Angst ist total weg. Bringt gar nichts da. Creeper hat überhaupt keine Wirkung mehr. Das Mädel läuft immer so ein bisschen, irgendwie dann auch so sexy, also sexy nicht, sondern nackt rum fast. Aber irgendwie auch nicht. Dass man sagt, so, okay, das ist jetzt so ein billiger Film, wenigstens zeigen wir, also was heißt wenigstens, aber wir zeigen geile Splatter-Effekte, nackte Haut, irgendwie sowas. So B-Movie-mäßig und es ist ja ein D-Movie. Aber nichts. Auch keine Splatter-Effekte. Dann sieht man nur mal plötzlich, also bleibt sich auch selber nicht treu. Der zeigt ja nicht, wie was passiert, mördermäßig oder slashermäßig. Nein, wir sehen dann immer nur das Ergebnis meistens, wie so einer schon aufgeratzt ist oder so. Und das ist selten sowieso. Seltene Morde. Selten, dass es da Morde gibt. Einmal so, wie so ein Gehirn gefressen wird und so. Wieso auch immer, das sieht auch komisch aus. Voll enttäuschend. Also, das ist, glaube ich, jetzt so der schlechteste Film, den ich im Kino je gesehen habe. Also, der hat schon wieder Spaß gemacht, meinen Geschwistern. Also, wenn man so drauf ist in der richtigen Stimmung, ne? Dann haben wir uns einfach totgelacht die ganze Zeit. Aber es sind viele aus dem Kino gegangen. So eine halbe Stunde ein Pärchen, nochmal später ein Pärchen und dann noch ein Pärchen. Also drei sind bestimmt gegangen. Es war so Spätvorstellung Donnerstag direkt. Ich weiß noch, damals bei Creepers 2 ist auch ein Pärchen gegangen, aber die hatten, glaube ich, richtig Schiss. Weil meine Freundin, die ich damals hatte, die hatte auch richtig Schiss und ich mag den zweiten, finde ich auch mega. Ich mag die ersten beiden, die liebe ich ja. Der dritte ist richtig kacke und der vierte noch beschissener. Beim ersten Creeper-Film habe ich Albträume bekommen, brauchte drei Anläufe, um den zu Ende zu gucken. Der zweite war okay, den anderen habe ich nicht gesehen. Ja, perfekt, genau so ist es auch. Ja, das ist schon krass, Alter, Sada. Aber das ist jetzt auch ja 2000, ne? War der erste. War der erste 2000? Warte mal, wie kann man denn hier unten sind bestimmt die Serie, ne? Der erste vor 2001. 21 Jahre ist das hier. Alter, wirklich jetzt? Wie krass irgendwie. Das ist schon echt krass. Also, der ist super. Der zweite war auch toll, weil er dann auch so, ja, der hat nicht mehr so dieses, der wurde eigentlich so ein schlau, der hat sich angefühlt dann der zweite Teil auch wieder, okay, das ist eine Serie wie, das könnte so eine Freddy Krüger-Serie werden, wo ich auch jeden gut finde. Da hat auch jeder funktioniert, auf seine Art und Weise. Kann man besser oder schlechter finden, aber die sind alle super und leben natürlich auch von der 80er-Jahre-Atmosphäre. Jeepers Creepers hat das nicht hingekriegt. Nach dem, ja, gut, du findest auch nicht so, oh, guck, Dominik mag den auch. Und der hatte so seinen Fun dann rausgezogen, wirklich. Und trotzdem noch ein geiles Design und war dem treu. Und der dritte, der war richtig kacke, Alter. Was hat der? 1,5 hat der! 1,5. Weil der auch total lieblos ist. Ich meine, hier sieht die Maske schon kacke aus. Man sieht manchmal, bei dem neuen jetzt hier, also der muss auch noch runtergehen. Das kann nicht sein, dass er auf 2 ist. Was ist da los? 277 Leute bis jetzt noch gesehen. Da sieht man die Maske und man sieht hier die Haut.
Ganz oft, auch an der Hand und so. Oh, so schlecht, ey. Und da dachte ich noch erst so, das ist so ein Doppeltrick und die machen da, das ist einer für die Show irgendwie, der da rumläuft. Und man denkt erst so, ha, das war ja gar nicht der echte Creeper und dann kommt so richtig, ja, yeah, bam, der richtige. Also Leute, der ist fucking krass, ist der einfach. Und ich dachte, es ist Sydney Craven, die ist verwandt mit Wes Craven oder so. Nee, nee, ist er nicht. Das Mädel hier. Die hat auch nicht wirklich hier. Was ist das? York Witches Society in Asia vielleicht. Dann ist hier der Typ, boah, ist die. Und das ist der Freund von ihr, der so die ganze Zeit drauf abfährt, auf dieses Cosplay und Horror. Und der ist so nervig. Der läuft die ganze Zeit rum. Ja, wollen wir gucken? Ja. Nein, 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 nein. So und grinst aber die ganze Zeit und so. Boah, das ist ganz schrecklich. Also, das ist echt krass. Deswegen habe ich geschrieben, krasser geht's nicht. Das war echt heftig. Das war richtig heftig. Bei der ersten Creep, also die ersten zwei werde ich mir auch wieder anschauen, wahrscheinlich jetzt zu Halloween. Oder zu jetzt zur Zeit. Das war gruselig. So, Executive Decision, also einsame Entscheidung, glaube ich. Habe ich wieder geguckt. War auch lange her. Das sind auch so Filme, wo ich da manchmal denke, so, okay, die fühlen sich so an, als hätte man die nie an einem Stück gesehen. So, als wäre das im Fernsehen gelaufen und man hätte mal Mitte angefangen, mal am Anfang, nur die Hälfte und so gesehen. So ein 90er-Jahre-Film, Stuart Bird, und ich hatte ja gerade erst Air Force One gesehen und BWQF besprochen. Und der fühlt sich genauso an. Vor Air Force One und auch fühlt sich genauso an wie, was hatte ich denn noch gesprochen? Mit Bombe und so? Hat er das in Ähnlichkeit gehabt mit, irgendwas noch? Weiß ich nicht. Klassisches Ding. Klassisches Ding. Terroristen entführen ein Flugzeug. Wollen das Ding da, ich weiß nicht mehr, in New York, Washington, irgendwo da in Amerika natürlich an die Küste fallen lassen. Bum, bum, bum. Und wollen, dass jemand befreit wird. Auch wieder so. Ein Terrorist. Und Kurt Russell ist da, was ist er da nochmal? Irgend so ein Experte für Kommunikationsblabla und so. FBI, aber ist jetzt kein Mega Fighter, Killer, FBI, Militär oder so, das nicht. Aber, und das erinnert jetzt auch wieder an, ein bisschen an The Rock, Nicolas Cage-Version. Und dann machen die sowas Geiles. Dann haben wir so einen Tarnkappenflieger, der unter das Flugzeug fliegt, unter diesem Boeing, sich so andockt. So richtig witzig, ist auch schlau. Ohne dass die es merken, weil es ja ein Tarnkappenflieger. Und dann krabbeln die da durch. So, ne? Und dann muss er gleich immer fliegen. So. Wer ist dabei bei dem Militär? Steven Seagal. Der ist dabei. Dann haben wir Halle Berry. Die ist in dem Flugzeug Stewardess. John Leguizamo ist mit beim Militär. Oliver Platt ist der Hacker, wäre übertrieben. So, ja, so Computer-Heini. Und tausend andere noch. Wir haben noch. Ach doch, wir haben auch noch hier den aus Jurassic Park. Wie heißt der nochmal, Mann? Irgendwas Asiatisches wird es wohl sein. Keine Ahnung. Den Professor jetzt überall dabei war. Der ist auch noch so ein Militär-Heini. Die sind halt dann, passiert natürlich was Schreckliches. Steven Seagal stirbt direkt am Anfang dann. Tarnkampfflieger stürzt ab. Und dann ist auch Kurt Russell jetzt mit dabei im Flugzeug, was er eigentlich nicht sein wollte. Nein, der sollte nur mit dabei sein, wieso auch immer. Und jetzt sind die alle da und krabbeln so durchs Flugzeug und wollen halt natürlich die Leute überrumpeln, weil die diese Bombe auch an Bord haben und die auch entschärfen und so weiter. Ey, Leute, so dumm die Prämisse auch ist irgendwie, es ist richtig geiler Spaß. 90er-Jahre-Film. Also der macht einfach nur Spaß. Coole Action eigentlich auch, coole Atmosphäre. Der bockt sich. Der bockt sich total. Also, und Kurt Russell ist immer super und zu der Zeit sowieso. Von Stuart Baird. Was ist hier los? Nemesis hat er gemacht in US Marshals hier. Quasi der zweite Teil von Auf der Flucht. Und der dritte Teil ist ja dann mit. Wie heißt sie nochmal? Ach, die Italienerin. Halbitalienerin. Jetzt vergessen. Scheiße. Ey, der macht Spaß und der war, ist, glaube ich, auf Netflix oder so, habe ich den gesehen. Ach, guck mal, Sardot jetzt 2,5 und so. Das heißt ja auch, dass er gut ist. Halle Berry ganz jung, ganz, ganz jung. Ja. JT Walsh ist auch dabei. Warte mal, der war auch irgendwo dann nochmal ein Film. Wo war der noch, den ich gesehen habe? Ach ja, genau. Mach ich gleich weiter. Komm, nahtlos Übergang.
Denn dann habe ich gesagt, komm, wir haben jetzt Bock, wir gucken eine ganze Woche in 90er Stuff. Den mochte ich auch voll gerne, das ist auch so ein Film, wo du mal mittendrin eingeschaltet hast am Wochenende. Der Spiel und dann der, so ein Dingsfilm. Und wo es auch schon darum ging, dass die. Na, wie soll ich das jetzt sagen? Ich erzähle jetzt mal die Geschichte. Kurt Russell, da ist er wieder, 97, ein Jahr später. Ist mit seiner Frau unterwegs. Keine Ahnung. Südlich Amerika, da irgendwie, USA. Mitten durch die Wüste, so richtig geil, Landstraße, Classic. Und haben halt ein relativ teures Auto anscheinend. Und er guckt gerade auf die Karte mit seiner Frau. Und fährt fast auf ein anderes Auto. Schafft es noch gerade so rumzufahren. Dann sind die bei der nächsten Tankstelle, da treffen die die natürlich wieder. Das sind voll die Einheimischen, so richtig Cowboy-Style, sind richtig, machen ihn dann auch an, so, ah, hier schickes Auto und so, reich oder was ungefähr, ne, bla bla, Ledersitze, dies, das. Machen ein bisschen Angst, so, die fahren dann weg, fahren weiter, Kurt Russell und seine Frau. Und dann hört man halt im Dialog, dass sie das eben nicht sind. Es wird jetzt davon ausgegangen von den anderen, aber dass sie halt so das letzte Geld zusammengekratzt haben, eigentlich Schulden haben und einfach auf und davon sind. Ja, auch schön mit Ralph Lauren, Polo und so, weißt du, dass alles erstmal so wirkt. Schön die Hose hochgezogen bis zum Bauchnabel, okay, damals sowieso mit Gürtel. Geiler Style. Kurt Russell und erfahren halt im Dialog so, dass das eben kein Geld haben und unterwegs sind, das Auto noch gerade so bezahlen konnten, war das dumm. Dann bleiben die irgendwann stehen. Und dann hält ein anderer, JT Walsh, halt an. Und nimmt die Frau mit, weil sie dann im nächsten Kaff dann den Abschleppwagen rufen kann. Und er bleibt aber im Auto, damit es nicht geklaut wird. Obwohl komisch ist, dass JT Walsh dann nicht so einen Abschleppwagen irgendwie über seinen Funk anfunken kann, vielleicht oder so. Na egal. LKW. Und irgendwann sieht er halt, und ja, irgendwann sieht er halt, Kurt Russell, dass da nur Kabel auseinandergefallen sind. War das wohl jemand? Am Auto. Und kriegt es relativ schnell wieder an. Der ist anscheinend, wie es sich später herausstellt, nur eine Viertelstunde saß, hat er nur und hat gewartet. Und dann fährt er das nächste Kaff halt. Oder Tankstelle, was das ist. Und die Frau ist aber nicht da. Jetzt geht es halt darum, dass er seine Frau sucht. Die ist weg. Mehr erzähle ich nicht. Wird wahrscheinlich jeder gesehen haben. Salat hat ihn gesehen, ein Dominik nicht. Und das ist halt so ein schöner, atmosphärischer 90er-Jahre-Film, der nicht zu wild ist. Aber auch hier wieder, also der wird nie langweilig. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche den trotzdem langweilig finden, aber ich mag dieses, einer ist wieder in einer anderen Welt und dann auch so dieses Roadtrip-mäßige und man weiß aber nicht, was passiert ist und er sucht seine Frau und so. Und jetzt überlegt mir, ich habe damals eingeschaltet zum Beispiel mal. In dem Film und dann hinterher auch nochmal ganz geguckt, keine Sorge. Und war jetzt nur in der Situation, dass er seine Frau sucht und weiß gar nicht, wie das passiert ist und überhaupt, was da los ist. Voll cool. Und das Finale ist auch actionreich. Weil gerade diese 90er-Jahr-Finale, wo man immer denkt so, ja, das wird dann irgendwie doch, da passiert nicht viel oder nur so dieses generische wie immer, Explosion hier, da vielleicht und zwei kämpfen um irgendwas. Da sind viele spannungsreiche Momente drin. Viele kleine Ideen auch und so heftige Sachen. Das sind cool. Also, ey, mochte ich voll. Voll geil. Breakdown. Gucken. Warte mal, was hat der nochmal gemacht? Das hatte ich ja nochmal nachgeguckt, Johnson. Terminator 3. Okay, der war, habe ich im Kino gesehen. Ja. Ist besser als die anderen Terminator, die da gekommen. Surrogates. Hab auch im Kino gesehen. Er war so okay. Aber nichts zu. Entschuldigung, nichts zu Wildes hier gemacht. Was ist das denn? Beverly Hills? Body Snatchers. Ein Punkt von Dominik. 1989. Schauspieler? Nein. Lassen wir also stecken. Also es ist jetzt kein Wunderwerk natürlich, ne? Aber Kurt Russell trägt diesen Film halt. Und die Atmosphäre, die Schauspieler anderen auch, JT Walsh. Kathryn Quinlan, die kenne ich jetzt nicht. Das ist auch so. Doch, die kennt man eben schon. Genau, sowas nämlich. Hitsf Ice hat sie in der Mutter gespielt und Event Horizon. War sie die eine, die mit den kurzen Haaren. Ah, Lawn Dogs, übrigens empfehle ich, Lawn Dogs. Aber es ist halt so eine eher unscheinbare. Das ist halt nicht diese typische Hollywood-Schönheit und so, was dem Film auch voll zugute kommt. Das ist nicht so eine, ah, wir haben jetzt da, wer weiß was. Lawn Dogs
mit Sam Rockwell. Wenn nicht sogar sein erster Film als Hauptdarsteller. Hier mit der kleinen Mischa Barton, noch Mini, vor ihrer aus die California-Serie. Und dem ganzen anderen Mist. Leute, ich meine, das Bild zeigt schon, genau das ist es auch. Der ist schön. Das ist jetzt kein Wow, irgendwas, das ist ein richtig. Den habe ich auch irgendwo, glaube ich. Also, den habe ich auf DVD auf jeden Fall. Der ist richtig schön. Richtig gut. Und wie der das schon spielt, Sam Rockwell. Da haben wir schon gesehen, what the fuck. Der hat auch 3,6, Alter. Komm, wir kommen an den ersten Train, der erste Satz hier. Bike and Sam Rockwell bring being a sad and soft white trash is totally what I am here for. See, so. American Graffiti. Ey, 3,5 hat er auch. Und Sada hat eine 3 gegeben. Und dann ging es weiter mit 90er-Filmen. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam. So. Nee, dazwischen oder beziehungsweise davor habe ich. Ah, nee, das ist eher davor. Habe ich The Many Saints of New York gesehen. Endlich geguckt. Den Sopranos-Film. Mit Alessandro Nivola, denke ich mal, dass es ausgesprochen wird. Kann man nicht sagen. Kann man erstmal vorweg sagen, natürlich hätte es den Film nicht gebraucht. Genau wie bei Entourage, wie bei Sex in the City, wie bei, was waren da noch? Breaking Bad und so. Braucht es alles nicht, ist klar. Ne? Also die Serie wurde ja beendet für sich. Ne, was soll, das soll es dann noch Mehrwert geben, quasi, ne? Aber alle finde ich trotzdem nicht schlecht. Entourage-Film, Sex in the City-Film. Obwohl der zweite schon kacke war, ne? Aber der erste. Und welchen habe ich gerade noch genannt? Breaking Bad. Trotzdem alle schön zu gucken und nochmal so, ich weiß nicht, so zu treffen. Ist ja so ein bisschen so, als hätte man einen besten Freund in der Schulzeit gehabt und alles war cool und dann auseinandergelebt, nichts mehr miteinander zu tun. Aber diesen Freund trifft man ja doch mal, wenn man jetzt so alt ist, wie man jetzt ist. Oder ich. Und dann ist es irgendwie schön und überhaupt nochmal alte Zeiten zu reden, bla bla. Und ein cooles Gefühl, aber das war auch das letzte Mal, weil man war weit auseinander, sag ich mal. Hätte nicht sein müssen, war aber schön. So? Ist das eine gute Analogie, Vergleich irgendwie so? So ist das auch hier bei The Many Saints of New York. Ich kann jetzt nicht diese ganzen, ich werde jetzt gar nicht so viel drüber reden, was da inhaltlich ist. Denn das ist der Witz hieran. Und das ist auch bei den meisten Filmen gewesen, auch bei Entourage-Filmen, auch bei Breaking Bad und überall. Ja, da gab es schon rote. Da ist gar nicht so viel Handlung drin. Und es fühlt sich dann immer an, auch wie eine Folge eigentlich. Wie? Weil hier auch nicht viel passiert, quasi. Wir treffen zwar alle in jung halt, das spielt in den 70ern, also Ende 60er. Es geht die Metapher, ne, oder? Gott. Ja, weil man dann sagen muss, aber es ist trotzdem, hat sich nicht mehr so angefühlt wie damals in der Serie dann. Oder wie damals, als man eben wirklich Freunde war und so, ne? Aber man hat halt einen Hauch daran und wird irgendwie daran erinnert. Und das ist das Positive. An die Freundschaft von damals, wenn man sich wieder trifft, ne? Es hat was Warmes, aber es ist nichts Echtes mehr. So. Und deswegen ist The Many Saints of New York. Ich habe es mit Daniela geguckt, die die Serie auch liebt, aber die wurde da nicht so richtig mitgenommen. Und es ist schon lange her, dass wir die Serie gesehen haben. 5 Jahre bestimmt. Ja, 6 vielleicht. Und das ist schwierig dann bei manchen Figuren wieder zu checken, wer was war und überhaupt mit den Namen habe ich es ja eh nicht so. Aber gut, da kommt man dann doch schnell wieder rein. Und man hat jetzt hier eine ganz neue Figur, ne? Alessandro Nivola spielt den Vater von Christopher, der ja auch in der Serie war. Ist ja klar, aber wer, ne, wer es jetzt weiß, wer Dings kennt, weiß auf jeden Fall, wer Christopher ist. Und wir haben hier auf dem Plakat auch zu sehen, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt wegen der Plakate bei den anderen Dingern, ne? Scheiße, wir müssen immer wegen Plakate ausruhen kommen. Hast gesehen, Sada, man kann jetzt die Plakate ändern. Also,
Es ist cool, dass er im Hintergrund ist und so, der Sohn von James Gandolfini, aber ich finde das noch cooler. A Sopranos Story. Ja, das gefällt mir besser. Und er ist halt der Onkel von James Gandolfinis Sohn, wirklicher Sohn, der James Gandolfini, also Tony Soprano, in der Teenage-Version hier spielt. Und der ist halt mehr so die Nebenrolle. So im Laufe des Films wird es ein bisschen mehr. Und das ist halt, was es gut macht, dass du den Film guckst. Wir sind bei Alessandro Nivola die ganze Zeit halt hauptsächlich. Schöner Name, Alessandro. Den ich übrigens immer noch so als, schade ist er nicht so weiter. Ich meine, alle kennen ihn als Bruder Face-Off von Nicolas Cage, von dem Bösen. Wo er so am Start ist, der kleine Bruder so. Ne, das kennt man immer. Dann hat er, in der Serie hat er, glaube ich, mitgespielt. Ach, wir können ja gerade mal gucken. Ja, Neon Demon war er und so, da war ja der Fotograf, ne? Aber, oder was war er da? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall ist er The Art of Self, ja genau, Jurassic Park 3 auch, so eine Rolle, die ein bisschen crazy ist. So ist der Freund von Sam Neill irgendwie und Dings. Ja, American Hustle und so, aber immer so Nebenrollen. The Art of Self-Defense. Ist er halt mega. Und mit mega meine ich MEGAA, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Yes. Und dass er gar nicht so rauskommt, ich verstehe das gar nicht. Ist irgendwie schade. Ist auf jeden Fall ein junges Foto. Sorry, hab Sopranos nicht gesehen, mal angefangen, aber dann abgebrochen, hat mich nicht gecatcht. Ja, und da bei Sopranos brauchst du auch ein bisschen folgenmäßig. Wenn man überlegt, die 99 angefangen. Schon, aber du kommst da so. Das braucht wirklich ein bisschen und so. Und dann bist du aber so drin. Schon geil. Also, wenn du Sachen magst wie Goodfellas und wirklich, muss man einfach sagen, der Pate und alles. Und das ist witzig. Hier gibt es eine Szene, das erwähne ich jetzt mal so mit drin. Die ist wie der Pate. Da sitzen die da, so am Geburtstag oder Hochzeit, was war das? Oder Hochzeitstag, ich weiß es nicht mehr. Und James Gandolfinis Sohn hier, der kleine Little Tony Soprano, sitzt da als Teenager und alle sitzen da. Und die Mafia-Chefs sind halt in der Küche so, ne? Die Mafia-Chefs sind im anderen Raum. Alles kalt beleuchtet, blau, wo die sitzen. Jetzt die Kinder und so, die noch nicht so im Mafia-Business sind. Und die Mafia-Hein ist Alessandro Nivola und der Vater von Tony Soprano, gespielt von Berntal, wie der überhaupt gesprochen, John Berntal. Ja, sind alle im anderen Raum und man sieht das so richtig, die Tür und so, und da ist so Gold, also warm und so, und er sagt so, was machen die da wohl? Es war so ein bisschen der Pate-Szene am Ende von dem ersten Teil. So, ne, das war richtig geil. Und dann fehlt dir nur, dass die Tür so zugeht, ne? Aber das war jetzt nicht da, weil das ist hundertprozentig aus der Hommage gewesen. Das ist halt cool. So, und am Anfang ist man nicht so drin. Was passiert überhaupt? Ding spielt ja mit Ray Liotta. Spielt den Vater von Alessandro Nivola hier. Und hat anscheinend einen Zwillingsbruder im Gefängnis. Und Ray Liotta, das muss ja dann eine der letzten Rollen gewesen sein, wenn nicht sogar die letzte Rolle. A Marriage Story. Ach, ja, genau. Sold by News First. Blackbird. Okay, der hat anscheinend echt noch viel Stuff gemacht. Every Last Secret. Mit der hier von Game of Thrones ist das, oder? Blackbird. Echt, hat er denn da noch eine Mini-Nebenrolle? In dieser Serie, echt? Die soll ich auch gucken. Und was ist das, eine Doku oder so? Und oh, Kokainbär? Okay. Kokainbär von Elizabeth Banks? 3,9? Ach, der kommt 2023, der kommt noch raus. Okay. Wieso geben die dann schon wieder hier irgendwas? Als hätten die das gesehen, die sagen doch nur irgendwas. Das, sag ich auch. Man dürfte auch, müsste doch einstellen, dass dann der Film nicht Punkte geben kann, bis der wenigstens raus ist. So ein Blödsinn. Aber egal, okay. Eine seiner letzten Rollen. Und Ray Liotta wirkt ja richtig geil. Also erstmal als der Vater von Alessandro Nivola ist ja richtiger Wichser und auch ein bisschen auf älter gemacht. Oder der andere, den anderen im Gefängnis besucht, den Zwillingsbruder von ihm, ist er auf jung gemacht oder so. Aber da ist der so gut. Da spielt er mich einen ganz ruhigen im Gefängnis. Einen ganz chilligen. Wirklich gut. Also hat er mir gefallen. Das war richtig schön. Und jetzt, wie gesagt, es erinnert dich jetzt nicht so viel.
Und jetzt natürlich die Frage, er ist jetzt kein Schauspieler wirklich. Hat er jetzt viel gemacht? Warte mal, wo ist er denn hier? Da ist er, Michael Gandolfini. Hat er nicht, so nebenrollmäßig, ne? Okay. Aber er macht das halt gut. Er hat nur wenige Szenen. Und dann kommen wirklich manchmal diese Szenen, wo er nur so guckt und dieser Moment da ist. Der natürlich sehr forciert ist in dem Film, aber es macht nichts, weil es spät kommt erst in dem Film. Und man da schon voll drin ist. Wo Michael Gandolfini den James Gandolfini-Moment hat. Und genau so wirkt wie diese heftigen Szenen in der Serie, wo diese ganze Energie und alles rüberkommt. Wie immer auch so, da spricht er mit seiner, so diese Wut und dieses, das war eine Angst, weil in Tony Soprano in der Figur aus der Serie, ist das Heftigste so vereint. Da ist ein Joe Pesci drin aus Goodfellas. Da ist einfach auch ein Robert De Niro drin aus Goodfellas. Also das Heftigste von allen hat sich rausgesucht. Was kann man noch dazu sagen zu dem Film? Er schafft es halt, dass du wirklich am Anfang ist man so ein bisschen so abseitsmäßig, wie als wenn man eben diesen Freund von früher trifft und erstmal noch so eine Barriere und so. Und dann redet man ein bisschen und dann kommen so die Sachen von früher und checkt das wieder auf der Basis von dem, was früher da ist, halt. Wie hier die Basis der Serie. Und wird jetzt so getriggert durch die ganzen Figuren immer mehr, wie was gemacht haben. Und es gibt auch so ein. Ah, ich will ja nichts. Ich spoilere jetzt hier nichts. Deswegen. In der zweiten Hälfte und spätestens im letzten Drittel ist man voll. Hat man Sopranos-Gefühl. Und dass das dann rüberkommt. Und dann rüberkommt, dass man die Serie sofort wieder gucken will. Dann hat der Film noch alles richtig gemacht. Oder? Auf jeden Fall. Also der hat es dann geschafft so. Und Vera Farmiga spielt Tony Sopranos Mutter. Die auch eine wichtige Rolle ja in der Serie ist, so relativ am Anfang auch. Und die macht das auch super. Und sehr heftigen Themen. Und man lernt so ein bisschen, auch dann erst war es ja so ein bisschen weniger und dann mehr so diese Tony Sopranos, also Michael Gandolfini als Kind, so was ihn ausgemacht hat. Und wieso er so ist, so ein bisschen so ganz leicht. Wegen der Mutter, das Verhältnis zu der Mutter und so, und wie es ihr geht und was da los ist. Er zu seinem Onkel auch das Verhältnis und so. Weil dieses eine, das war mir dann zu viel. Es gibt einen Grund, wieso. Ja, genau. Es ist auch wirklich dann gut, aber das wird schlecht bewertet. Nur 2,9 kann ich verstehen, wenn die sagen, wieso braucht man das? Man braucht es, wie gesagt, nicht, aber es ist so dieses. Nein, also ich fand den dann ab zweiter Hälfte mega. Da war so richtig, kam mir dann so, hat's einen so, kam die warme Decke an sozusagen. Habe ich jetzt auch tausendmal alles gesagt, so komm. Hier, 2,5 von links fand's nicht so gut, Oliver. 4 von Guess, 2,5 von Steffen. Und ich kann alles verstehen, auf jeden Fall. Ich kann alles verstehen, was sie hier sagen, so, ne? Alle Richtungen. Aber für mich war halt wirklich dann im Endeffekt richtig cool. See. Ach so, da gibt es auch die Szene. Da wird manchmal so, dann ist Vera Farmiga bei der, ich weiß nicht, Lehrerin Dings hier, wie heißt das nochmal? Direktorin, spricht so und da gibt es so einen Moment, wo sie dann so traurig wird und dann Schnitt. Und dass sie nicht in Länge gezogen oder so. Das ist so ein bisschen wie in der Serie, was sie auch ausgemacht hat, dass die Sachen dann einfach stehen lässt und weiter geht's. Was ich voll geil fand, was die auch so modern gemacht hat, die Serie Sopranos. Wurde da nicht so Cliffhanger und dann in der nächsten Folge wird das bis zum Ende und alle erklärt und alle Figuren checken das und dann so, oh nein! Weil wir unbedingt als Zuschauer wollen, so, du musst wissen, dass die Frau dich betrogen hat mit dem und so, weißt du, sowas gab es bei Sopranos nicht. Die hat das ganz, die hat eine ganz eigene, andere Erzählweise. Mit Figuren, die du liebst, hast, mit denen du eigentlich nicht lieben dürftest und so, das ist das, was die Serie ausgemacht hat. Eine mega Welt geschaffen hat. So, was wollte ich jetzt so sagen? Und da wird auch so ein bisschen so schon, was Tony Soprano, dass er ja dann eine Psychiaterin am Start hat, bei einer Psychologin ist in der Serie, wird ja auch so ein bisschen geforeshadowed, indem er auch da mit der Lehrerin halt so ein bisschen, oder Dings hier, Direktorin, so labert.
Yes. Weil erst am Anfang dachte ich so, ich will gar nicht so viel von Tony Soprano wissen und machen. Ich dachte, das wäre so eine Nebenrolle und dann wird es so ein bisschen mehr, aber es passt alles, alles okay. So. Und das Ende hat einen doch umgehauen. Auf typische Soprano-Art. Auf typische Soprano-Art, was ich auch wusste. Und Daniela hat es leider nicht gecatcht, weil die am Anfang dann irgendwann, die war dann einfach raus. Dann habe ich den quasi alleine geguckt. Schade, so. So, haben wir jetzt auch das. Und weiter geht's mit der 90er-Stuff. Das Netz. Sandra Bullock. Kann ich mir auch fast gar nicht dran erinnern, habe ich gemerkt. Obwohl da manche, wenn man es sieht, dann weiß man es wieder, aber 2,5 von Sarah, 3 von Dominik. Sandra Bullock, 94 hat sie Speed gemacht. Und 95 dann so die erste richtige Hauptrolle. Obwohl man ja bei Speed wahrscheinlich auch Hauptrolle sagen kann, neben Keanu Reeves, oder? Ne, das sind ja dann mal. Und im selben Jahr hat sie noch was gedreht. Warte mal, was hat sie noch gedreht? Da kamen so viele Sachen auf einmal raus. Und da hat man auch gesehen, eigentlich hat ja, wenn man das, was soll ich sagen? Oh ja. Dass Sandra Bullock gar nicht so viel Filme gemacht hat, schon gar nicht gute. So 90er, weil sie für mich gefühlt der 90er war, sie für mich voll der Star. Aber eigentlich hat die gar nicht so viel gemacht, schon gar nicht heftige Sachen. So, hier gab es ein paar Dings. Vanishing war sie dabei. Okay, die Remake hier von Spurlos. Yeah, 90er, yeah. Demolition Man war sie ja vorher, die Nebenrolle. Hier so ein paar Dingsfilme, die man damals nicht so geguckt hat und nicht unbedingt gucken wollte. Dann kam Speed, das ist ja vorrang raus. Während du schliefst. Ja, so Romantik, okay. Dann Internats. Und dann hier Jury, Nebenrolle auch. Hier wieder so ein Romantik-Ding, Speed 2. Dann, ja, diese Dinger hier alles. Nichts Wichtiges so richtig. Nee, nee, 28 Days, so Romantik-Ding auch. Und dann kam schon so, kam schon, wie heißt der noch? Miss Undercover. Der heißt gar nicht Miss Undercover auf Englisch. Wie geil ist das denn? Und das war für mich schon gefühlt damals, ich meine, das war 2000. War für mich schon so wie ein Comeback-Film eigentlich. Und jetzt, wenn ich das nochmal so gucke, denke ich so, okay. Weil jeder Speed abgefeiert hat, dachte auch immer, die ist voll der Actionstar. Ja, behauptet, dass sie voll der Star ist, aber die hat echt nicht so viel gemacht, ne? Romantik wusste mal. Und Action, ne? Speed 1 und 2. Und Speed 1 war für mich halt damals, boah. Dann habe ich in Italien ausgeliehen in der Videothek und mit meinen Cousinen geguckt. Und wir dachten nur so, what the fuck, der Film hört nicht auf, noch mehr Action, es geht noch weiter, noch weiter. Und noch, es gibt ja gar kein Ende und so. Ja, so richtig geil. Und dann natürlich Keanu Reeves, mega cool, Sandra Bullock, mega süß und so. Das war damals, war mir dann total, keine Ahnung, wie alt ich da war, 11 oder so, 12. Und dann kam so, okay, Murder by Numbers, ich dachte auch, der wäre älter, nicht, dass der 2000er wäre. Ich dachte, der wäre 90er, hier mit Ryan Gosling und, wie heißt der? Ben Shepard, okay, aber Michael Pitt meinte ich jetzt genau, den. Wie der aussieht, ne? Wie krass. Also seht ihr das? Ja, seht ihr nicht so richtig. Oh mein Gott. Heftig irgendwie. Hey, den habe ich nicht gewutscht. Guck, witzig. Zack. Einen übersehen. Der auch sich anfühlt hat mehr wie ein 90er-Film, ne? Gut, das ist Anfang 2000, aber für mich jedenfalls. Dann hier auch schön und so natürlich diese ganzen Filme, da kam schon der zweite. Da war der eigentlich schon raus. So. Hier noch so eine Nebenrolle, okay, weil das diese Anthologie-Serie, also nicht Anthologie. Hier, wie heißt das? Episodenhafte so, ne? Streng und so, wie heißt das nochmal? Dann war gut, Premonition war auch so ein bisschen die Vorahnung. Auch schon so, naja, Film, das ist schon Comeback gewesen wieder. Das war natürlich Comeback mit dem Oscar, dann ging es ja wieder los, so mehr Rollen. Also guckt euch das mal an, das ist nicht so viel und schon gar nichts Atemberaubendes. Aber sie ist halt so eine Präsenz, so ein Typ gewesen, dass man das irgendwie dachte, so, wow, was ist das eigentlich, Hangman hier? 90 Minuten mit ihr so. Sollen wir ein paar Sachen gucken, ein paar ältere mal. Why not? Ja, so viel dazu. Aber jetzt sind wir bei das Netz. 95. Den habe ich damals im Kino gesehen, voll lange her. Ah, jetzt weiß ich nicht welchen, Sada, weil ich jetzt so für die ganze Zeit. Was du meinst. Das Netz ist richtig geil, fängt so an mit ihr. Sie ist halt hauptsächlich zu Hause. Also ist auch übertragbar auf heute voll gut. Am Computer, sie macht alles, Pizza bestellen, Flugbuch buchen und so. Es war bestimmt nur im Einzelfall, wenn überhaupt möglich, damals. Murder by Numbers. Ah, okay, echt geil. Okay, krass. Das war wirklich so ein cooler Krimi, so, ne? Und so,
Und ich war ja auch, ich mochte, also Sandra Bullock war so einer meiner Favorites irgendwie. So um Speed-mäßig, weil die dieses süße Unschuldige noch mit drin hat, ne? Die hatte nicht dieses, die ist nicht, also ich mag alles und so, ne? Aber die hatte so mehr dieses nicht dievenhafte, so elegante, frauliche, die hatte echt so mehr dieses Mädchenhafte jetzt. Und ich, meine erste Liebe, Grundschule, eigentlich über alle 4 Jahre quasi, die halt, sieht halt so aus wie Sandra Bullock. Jetzt sind die natürlich nicht genauso, aber so von Typ und so. Genauso. Wer hätte gedacht, dass Ryan Gosling mal so ein großer Star wird, ja. Und ich bin ja immer noch kein Fan von Ryan Gosling. Also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also der geht mir. Nee, gar nicht. Ich mag den gar nicht. Für mich ist er auch immer das Gleiche, so vom Typ her. Also Drive ist, finde ich, mega und so und alles. Da sage ich nicht, dass ich ihn nicht mag, aber ich bin jetzt nicht so. Ach, ich gehe jetzt in den Film wegen Ryan Gosling. Würde ich nie drauf kommen. Nie. Du auch nicht, ne? Super. Ich verstehe auch nicht, dass der so als so mega geil gefunden wird. Ja, vielleicht als, weil er geheimnisvoll irgendwie ist und so ein bisschen anders Dings aussieht, aber er ist so für mich immer. Er ist für mich witzig in, wie heißt der Film noch mit, wo halt eben auch Dings mitspielt und so. Scheiße. Oh, ich weiß nicht, hab ich vergessen. Komme ich nachher drauf. So, wir sind aber das Netz. Das Netz, sie ist halt vor die Computerhackerin, arbeitet halt, macht so anscheinend Beta-Tests und so und sucht nach Fehlern, ne, wenn Programme noch nicht fertig sind, sondern mal abchecken und so, bevor die rausgebracht werden. Ist halt voll Internet, alles ist da, hat irgendwie 5 Computer gefühlt in der Wohnung, hat nur einen Freund, den sie noch kennt von früher, mit dem sie so ein bisschen schreibt. So wirklich und noch ein paar andere, aber eigentlich ist sie nur zu Hause und regelt alles im Computer. Mag so Menschen nicht unbedingt. Fertig. Dann hat sie einen Urlaub gebucht. Wie gesagt, auf dem Computer, ist dann im Urlaub. Und da trifft sie einen Typen, mit dem sie flirty-flirty, weil sie hängt ja mit dem Laptop rum, er auch. Und sie, ja, die Arbeit. Und dann, sie spielt, warte mal, spielt sie das da? In einem der dieser 90er-Filme spielt einer Doom. Und in einem der 90er-Filme, ich glaube, das ist jetzt Sandra Bullock, das Netz, spielt sie Wolfenstein. So ein bisschen abgeänderte Version, aber Wolfenstein. Was ja zur damaligen Zeit injiziert war, da auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es immer noch injiziert ist, wahrscheinlich wegen diesem Nazi-Stuff. Da freue ich mich natürlich so als 3D-Shooter-Fan und gerade damalige Zeit. So, Sandra Bullock, Urlaub, trifft diesen Typ. Der Typ will aber eine Diskette von ihr, weil sie so ein Programm hat, womit du halt so dich irgendwo einhacken kannst und so, aber eine Schleuse ist und so. So Hintertürchen. Das ist wie ein Schutzprogramm. Aber es ist genau das Gegenteil sozusagen, weil du kannst wie Schutzprogramm quasi dann durch ein Hintertürchen darauf zugreifen. Jetzt wird ihr, ich will auch nicht alles erzählen, aber das, der ist auch bei Netflix, war bestimmt Netflix, wird ihr die Identität geraubt. Und sie kommt, will dann zurück nach, hat keinen Pass mehr, keine Brieftasche, nichts und will zurück nach Amerika, ne, weil die ist irgendwo in Mexiko oder so, oder Urlaub, irgendwo Hawaii, keine Ahnung wo, irgendwas, ist Hawaii noch überhaupt Amerika schon, gehört das dazu, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht sie einen Pass und so extra, dies, das, und finden nur einen anderen Namen, nicht ihren eigentlichen Namen, sondern einen anderen. Und dann stellen sie den halt aus, so vorübergehend, und kommen zurück und will natürlich ihre Sachen haben und ihre Wohnung ist schon leer, alles ist weg. Und sie sagt, die Vermieterin, ja, die Frau ist ausgezogen, aber ich bin doch die Frau und so. Und keiner kann es beweisen, weil sie nie einer gesehen hat. Oder sich nicht mehr erinnert, weil sie nicht zu sehen ist. Und keiner checkt das irgendwie. Sada sagt, nee, ich auch. Yep, Hawaii ist ein Bundesstaat der USA. Okay, da habe ich schon gedacht, ne, die war nämlich woanders. Die war woanders, nicht. Nee. In Mexiko oder so, dann, ne, sowas. Und das ist der Witz jetzt daran. Und es hat mich halt natürlich voll, weil sie auch woanders ist und zurückkommen will, an The Game erinnert. The Game kam 96, glaube ich, ne? Ba, 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 ba. Was? Rapper? 97 sogar, okay. Und hat mich voll daran erinnert, weil die Identität weg ist, sie muss es irgendwie beweisen, wird dann auch von der Polizei gejagt und so, alles so mit drin. Und der Film ist jetzt.
hat jetzt nicht diese Megaspannung insgesamt. Also der plätschert eher ein bisschen vor sich hin, obwohl das Finale auch wieder ganz cool ist. Der wird eher immer versucht, diese Megaspannung zu machen, gerade wenn sie was mit dem Computer macht, so hacken und so, indem die Musik immer so voll auf Spannung macht. Ne? Das ist so witzig. Dann ist eine Szene, sie tippt nur und dann machst du. Also die Musik war es jetzt nicht, aber ich hatte jetzt keine Ahnung auf dem Schirm. Und die macht immer so die Spannung. Ne? Sandra Bullock ist okay. So, ne, die hat ja noch nicht hier ihre Synchronstimme. Ich habe die auf Deutsch geguckt. Was halt echt nervig ist, weil die hat so eine Piepstimme. Ich glaube, bei Speed hat sie noch eine andere, aber das kam ja so fast zeitgleich raus. Ja, wird's wohl, naja. Und der geht auch schon relativ lang, ne? Ja, fast 2 Stunden. Und deswegen, der ist einer schlechteren, aber trotzdem eine schöne 90er-Atmosphäre. Gerade dieses Computer-Ding in den 90ern ist voll geil. Aber es ist viel hin und her auch so, ne? Also, sie wird erwischt, sie wird nicht erwischt. Sie wird eher ausgetrickst und so. Ist halt, der ist okay auch, ne? So einer der schlechteren, von denen ich jetzt gesehen habe. Da waren einsame Entscheidungen und Breakdown war anders spannender auf jeden Fall. Aber es ist ein gemütlicher. Ist auch wieder gemütlich, weil man sich eben so ein bisschen wohlfühlt, wenn man so sowas guckt, wie jetzt so ein 90er-Jahre-Film, der so in dem Look ist und dem Dings, weil man da so aufgewachsen ist, ne? Und so ein Bullock. Ist da noch irgendwas schauspielermäßig eigentlich, was da nicht wirklich, ne? Ray McKinnon ist dabei. Aber war jetzt nichts Tolles. So. Und dann, oh, ich muss mal gerade für kleine Italiener. Machen wir da irgendwas Cooles an währenddessen. Cinema Valenti. Abonnieren? Nein, bloß Morgen. nicht. Ja, halt Schnauze. Mit deinem komischen Trailer da. Guck mal, irgendwas Oldschooliges. Haben wir eigentlich irgendwas Oldschooliges? Wie habe ich da, wenn man sieht, auch wie wenig eigentlich. Muss eigentlich mal wieder was machen, ey. Ich muss jetzt wieder ein Video machen, eigentlich. Komm, wir machen Guillermo del Toro und dann lacht man sich tot. And say hi. Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Heute mit einem Gast zum ersten Mal, dem Trash-Taucher Steffen. Hi Steffen. Hi Alessandro, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Wir haben uns nämlich kennengelernt bei Manu, einer von den Filmfressen, mit Peter zusammen. Der hat seinen Geburtstag in Köln gefeiert, hat uns eingeladen. Und wir sind aus weiter Ferne wirklich hingefahren, haben ihn überrascht und in so einem geilen, urigen Pub einen getrunken. Nur einen, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei oder vier, ich weiß es nicht mehr. Drei, vier Glas Wasser waren es bestimmt. Ja, siehst du? Ja, sehr gut. Sehr gut, genau so war es, ey. Ne, das war echt gemütlich, ne? Konnte man ein bisschen labern, sich kennenlernen. Und das ist dann nochmal was anderes, als wenn man, der war jetzt irgendwie zu Gast, den sehe ich so auf Instagram irgendwie, was er macht, auf YouTube so ein paar Videos. Und dann die lade ich mal ein. Also so hat das irgendwie einen ganz anderen Flair. War geil. War Auf jeden nett. Fall, auf jeden Fall. Ja. Du machst nämlich, hast erstmal einen YouTube-Kanal mit dem Namen Trash-Taucher. Natürlich auf Instagram und so weiter. Wird natürlich alles verlinkt. In dem du den Namen, Trash-Taucher wie ist im man es ja schon Urlaub, in hört, Bella so mehr so Italia. die BC. Schon ein bisschen peinlich, ne? Also der ist in Italien. Trash-Taucher, gerade im Urlaub. Mit dem mache ich auch was Anfang Oktober. Habe ich ja schon erzählt, glaube ich, zu Monster-Creature-Feature-Filmen, Unterwasser-Filmchen. Freue ich mich schon drauf. Ja, wirklich, ewig keine neuen Videos hochladen, nur immer diese Podcasts. Zu, 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 zu. Ja, es ist einfach viel einfacher, Podcasts zu machen, ne? Viel, viel einfacher. Weniger Arbeit. Aber dafür mache ich mal gucken, dass man wenigstens ein bisschen was sieht. Aber ich will jetzt unbedingt Videos machen. Ich muss nur einmal wieder überwinden. Und wenn ich dann ein cooles Ding gemacht habe. Hoffentlich, weil ich auch einen neuen Style jetzt anfangen will zu machen, videomäßig. Ah, muss halt machen, ne? Was soll ich so viel labern? Allora, wo sind wir? Genau. Fallen. Ich war ja bei den Banausen im Podcast und dann hatten wir nochmal drüber gesprochen, weil Gessen Denzel Film gebracht hat. Aber ich sag trotzdem Denzel immer, ne? Weil Denzel, das ist mir zu. Zumal, wenn du nur allein bist. Meinst du es noch einfacher dann, wenn ich alleine bin, Podcast oder wie? Weil ich dann irgendwo machen muss, terminlich oder irgendwas, ne? Aber leicht ist das auch, ja.
Ist ja gut jetzt. Solo-Podcasts sind langweilig, ich habe schon verstanden. Also, Dämon. Den habe ich auch schon echt oft gesehen. Und kam wegen, genau, das war es, Guess. Weil wir darüber sprachen, wie cool der ist. Und wir den beide mögen, da habe ich gedacht, komm, guck ich mal wieder. Wir sind gerade eben 90er-Style. Ihr gesehen? Und von 98. Von Gregory Hoblet. Der hat richtig coole Sachen noch gemacht, was man nicht denkt. Primal 4. Wie heißt der nochmal auf Deutsch? Scheiße, man, der hat so ein Zwielicht. Fracture. Wie ist der nochmal auf Deutsch? Auch anders. Den mag ich auch. Da ist ja Ryan Gosling dabei, ein Junge. Mag ich voll gerne. Also. Der hat so richtig chillige, eben auch 90er-Vibes irgendwie. Der Look ist überhaupt nicht 90er. Frequency, mega finde ich den. Ich mag hier Dennis Quaid eh. Also Dennis Quaid ist für mich auch, den liebe ich. Oh, zu Beast. Ja, cool. Ja, du hast Beast gesehen. Du fandst ja auch nicht so schlecht, ne? Ja. Also, bist du mit ihr da eins, ne? Über sowas da gelaut. Da habe ich irgendwas wieder vergessen bei Beast. Oh. Oder es hat genervt, weil ich da den Typen falsch ausgesprochen habe. Egal. Fallen eben. H2 finde ich auch nicht schlecht. Der ist auch gemütlich da in diesem Winterlager, bla bla. Mit Colin Farrell, einer seiner ersten Dings hier. Dingsbums. Und Untraceable, den habe ich noch nicht ganz gesehen, glaube ich. Vielleicht habe ich ihn auch gesehen, ich weiß nicht mehr. Mit Diane Lane, die eine tolle. Das ist so eine. Das ist eher so diese elegante Frau, diese anmutige. Dann Roe vs. Wade, Class of Dings, die habe ich nicht gesehen. Aber eigentlich nur coole Filme. Und Fallen, wie in Deutschland heißt Dämon. Oder heißt der Demon? Demon oder Dämon? Das ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. Der. Erst muss man sagen, Alter, Denzel Washington. Jetzt habe ich Denzel gesagt. Denzel. Muss halt nicht so übertrieben. John Goodman. Donald Sutherland. Wer ist er? Ach, sie ist das. Ach, sie ist das. Genau, da habe ich noch überlegt. Woher kenne ich die? Ich check mal ab, bla 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 bla, weil die kennen nicht aus tausend Filmen und irgendwie gar nicht. So. James Gandolfini, wo wir es gerade haben. Ein Jahr vor, hier 98, ein Jahr vor Sopranos. Elias Koteas, unser Grieche. Der auch so ein ist er ein unterschätzter Typ? Ich würde ihn auch mal gerne in so einer Hauptrolle sehen. Ich meine, Turtles, ne? Mega, in 1 und 3 war ja. Dann hat er in Serien gespielt, dann Let Me In, okay, bla bla, tausend Sachen. Und gerade hier spielt er am Anfang so ein Serienkiller im Gefängnis, so ein bisschen Schweine-Lämmer-Anmut. Richtig geil, richtig crazy, richtig gut. Also richtig gut. Klar, so ein bisschen übertrieben, aber das ist, soll die Figur auch, also das passt da auf jeden Fall. Das sollte auch so sein. Also es war jetzt nichts, dass er übertrieben gespielt hat, sozusagen. Also mega Schauspieler. Und der Film hat halt den Look von einem Seven. Und ich habe jetzt auch nochmal so bewusst wahrgenommen, wie noir dieser Film eigentlich ist. Wie mega noir der ist. Mal abgesehen von, dass Denzel Washington aus dem Oft spricht. Nicht oft ist übertrieben, so, ne? Und das hat halt mega Noir-Style. Das Licht ist hier, die Kamera. Mega Noir. Diese Lichtinseln auch, die gelben, so das Dreckige ein bisschen, diese Großstadtatmosphäre. Wo ist das überhaupt? Wo ist das? Ich weiß gar nicht. Chicago vielleicht oder so? Weil die so schnell auf dem Land auch sind und so. Mega. Das funktioniert schon mal super. Dann ist für mich das, was mich mega touchiert, was mich mega anmacht, ist immer dieses Religiöse. Also voll. Nicht, weil ich jetzt gläubig bin oder so oder irgendwas, sondern weil ich mit dieser Semiotik und dieser Geschichte aufgewachsen bin. Und dass mir nochmal so einen subtilen Grusel gibt. Davor habe ich immer Angst. Ich meine, ich habe jetzt hier bei mir im Profil habe ich hier Filme noch wie Stigmata und End of Days angegeben, weil ich die gruselig finde. Immer wenn sowas mit so einem Anführungsstrichen ja echten Hintergrund hat, ne, weil das ja auch die Geschichte des Menschen ist, mit dazu gehört diese Religion, leider, oder wie man es will, ne? Christentum und so, hat es für mich ja was Echtes, so was Existentes irgendwie. Also nicht falsch verstehen, aber. Und deswegen ist es dann noch gruseliger, weil es hier halt um so einen Dämon geht. Unseren gefallenen Engel fallen, ne, weil, ne, die Dämonen sind ja gefallene Engel.
Und das ist halt geil, in Kombination mit so einem richtigen Krimi. Mit Denzel Washington. Und ich werde jetzt hier nicht zu viel erzählen, aber da sind Szenen dabei, wie geil das ist, dieser Dämon. Es wird eigentlich am Anfang auch sofort klar, obwohl Daniela es gerade nicht in der Szene geschickt hat, aber wo soll man das auch glauben, wenn man nicht weiß, dass es sowas Übernatürliches ist, dass der Dämon halt Körper tauscht durch Berührung. Und er will halt Denzel Washington, weil will halt so von außen rum fertig machen. Und da sind Szenen mit diesen die Ideen, wenn er Straße ist und dann diese Körper getauscht werden und Sätze weitergesagt werden. Ne? Ich sage, hi, wie geht's dir? Und dann kommt einer vorbei, ich berühre den, dann bin ich in dem Körper und sage, sag mal jetzt, wie es dir geht und so und immer weiter und so, oder Lieder werden gesungen und und. Und da hat man schon John Goodman drin und James Gandolfini, Donald Sutherland und so. Das ist schon geil, Alter. Und das erinnert auch echt so, weil gerade Donald Sutherland erinnert schon hier an Dings aus Seven und so, aus dem Captain und so. So 1 zu 1, was aussehen mäßig, ne? Also mega Ding. Auch das Ende ist cool. Ne? Ist jetzt nicht so übertrieben wie immer. Und irgendwie doch. Also, ey, dem, auf jeden Fall. Und jetzt gerade zu Halloween Kuschelzeit. Mega. Richtig gut. Einfach. Wirklich. 3,2 ist ja auch ansehnlich, könnte besser sein. Aber vielleicht ist insgesamt dann so von der Idee und der Entwicklung nicht das bestausgearbeiteteste irgendwie. Also schon viel so Style und Sachen und so, ne? Und von der Geschichte her und diese geilen Effekte eben zwischendurch, diese Ideen mit den Körpertaschen und so. Aber am Ende fehlt noch so ein bisschen natürlich so das perfide, ausgearbeitete so in der Story und Entwicklung. Ne? Hinterher wird es dann so ein bisschen so, so irgendwann doch so, ey, wir machen jetzt doch so ein bisschen den Standardweg, ne? Aber alles cool und so. Auf Wetter, ich habe den Film mal vor Ewigkeiten auf Wetter 2 gesehen, kann mich nur noch an das Ende erinnern. Ja, das bleibt im Kopf, ne? Das ist auch das, was man am meisten immer dann gedacht hat, wenn ich länger nicht gesehen hatte, wie jetzt auch wieder vorher. Ist auch einfach so. Weil das auch so so nicht so typisch ist. Gerade für 90er, ich sag's mal, trotzdem ist es ein Hollywood-Film, ne? Wie Dinge, ne? Mit den Schauspielern. Und so weiter. Guck mal, 4 von Dominik, 3 von Dominik. Also den auf jeden Fall Sutter wieder reinziehen. Wie gesagt, gerade die Schauspieler, Denzel Washington gefühlt ein Kind da so, ungefähr. Weiß, was er nicht ist, aber grandios. Ja, den habe ich gestern gesehen. Was ich nämlich sagen wollte, hier, guckt. Stigmata, den habe ich schon super lange nicht mehr gesehen. Und das ist auch so einen, den ich mir auch ausgeliehen hatte. Habe ich auch dieses guck mal, sogar noch eingepackt. Also da muss ich lieber so gehen, ne? Weil hier sind eben, vor allem 4 haben dieses religiöse Thema. Und sind so Horror-Thriller. Und End of Days finde ich mega auch. Der ist so richtig Standard quasi mit diesem Teufel kommt auf den Plan und will erledigen. Und hier ist auch witzig, dass, also hier, warte, erstmal zeigen. Nee. Completo is the netto. So. Noch eingepackt. Mediabook. Patricia Arquette. Gabriel Byrne. Jonathan Pryce. Auch natürlich nicht ohne Hintergedanken. Und Gabriel Byrne ist halt auch in End of Days und spielt da den Teufel, witzigerweise. Und hier kämpft er gegen den Teufel. Das ist schon witzig eigentlich. Also, das finde ich schon gut. Stigma mochte ich mit Gabriel Byrne. Genau. Warte mal. Oh, du hast aber auch 3 gegeben für End of Days. Guck, alle geben so, außer Guess. Alle geben so 3. Gut. Warte mal, was jetzt? Stigmata? Das habe ich nämlich eben gesehen, doch. Doch, 3,5 passt da auch. 3 Dominik. Und, warte mal, ist hier. Ja, ist nichts Specialist drauf, oder was? Das ist ein großes Mediabook und ist nichts drauf. Irgendwie krass, oder? Ist doch irgendwie doof. Super auch. Untertitel nur Deutsch. Ton, Deutsch und Englisch, das war's. Mal ganz ehrlich. Das ist doch Kacke. Für einen Film, der jetzt. Das Buch ist ja auch nicht gestern rausgekommen. Der Film ist hier. Von wann ist der? 1999, noch gerade 90er-Film. Aber passt auch zu diesem Weltuntergangsding. Und dann hauen die nicht da nach Italienisch, Spanisch, was weiß ich, Französisch. Ey, das ist unglaublich. Manchmal ist echt komisch. Auf einer Blu-ray.
Die Blu-ray ist ja bestimmt gerade erst vor ein paar Jahren. Die habe ich ganz günstig, weiß ich noch. Ich glaube, es war zur Corona-Zeit. Auf jeden Fall fühlt die sich geil an. Hat so ein schönes. Fühlt sich schön an. Hinten ist so. Hinten ist so. Dum, dum, dum. Aha, aber oho, was ist hier denn drin? Coming soon. Ja gut, das habe ich jetzt alles verpasst. Aber das habe ich ja, Steelbook. Aber hier ist natürlich dann, weil es ja ein Book ist, ein schöner Text drin. Okay, das schon. Dann Jesus am Leiden. Ach ja, genau. Ach, ja, mein Gott. So, warte. Mal gerade gucken, der Text hier, von wem der ist. Hier steht. Von Christopher. Nee, Christoph N. Kellerbach. Das ist doch der von Manu und so, von dem Filmfressen, der Freund, da von Peter und Manu. Gast, okay, warte. Achso, hier steht, warte, hier steht ein Text über ihn. Von Christoph N. Kellerbach, der seit 3 Jahrzehnten für die Tageszeitung Rheinische Post schreibt und dort für die RP Online Filmkritiken verantwortlich ist. Seine Begleitartikel zu cineastischen Werken aller Art erscheinen bei unterschiedlichen Anbietern und er ist immer wieder Gast bei diversen Podcasts, wie dem Filmfressen. Popkulturelle Beobachtungen und Rezensionen von ihm werden in verschiedenen Print- und Online-Publikationen veröffentlicht. Okay. Und Filmografie von Rupert Wainwright, Regisseur des Films, The Fog, Nebel des Grauens, der das Remake gemacht, The Sadness of Sex und Mac Millionaire. Was ist denn The Sadness of Sex? Das muss ich mal gucken. Aber hier ist nur die Blu-ray und die DVD halt drin. Mit einem beschissenen Cover, oder? Auch gar nicht so schön. Naja, da könnte man auch was nehmen, was mehr so besser kadriert ist und so. Ja, das ist schon besser irgendwie auf der DVD. Und was ist das? Achso, das ist eine richtige Karte sogar mal hier. Und nicht so dieses ganze dünne Plastikding. Ich werfe die immer weg, die Dinger. Behaltet ihr die? Ist das Cape Light? Sieht so aus, Cape Light. Egal, den werde ich jetzt auch schauen diesmal. Da, 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 da. Was wollen wir jetzt gerade nachgucken? Ah ja, das kann ich jetzt hier rüber nachgucken. Totale Studio. Okay, super Bild. Super Bild. Ach, Blank Check, das ist der, der mich ja gesehen. Ja, der war ganz witzig. Aber das andere Ding wollten wir doch. The Sadness of Sex? Ach hier, oh mein Gott. 87 Minuten. Compress of 15 Finance of Rural Links. The Sadness of Sex. It's about love. But more especially about the culture. Okay. Drei Leute haben den gesehen. Ich glaube, dabei bleibt es auch. Hier mit dem Licht auch zwischen den Beinen, obwohl hier kommt ja auch Licht, na ne? Gut. Egal. Hat er nicht viel gemacht. Und Patricia Arquette ist ja auch, ja. Ich werde gucken. Enrico Calantoni. Der ist auch crazy. Wo war der letztens? Wo war der letztens so heftig? Nee, genau. Wie heißt denn der Schauspieler? Er hat mich halt erinnert an den Typen. Beziehungsweise der Typ hat mich an ihn erinnert. Von Men. Jetzt fällt mir sein Name natürlich nicht ein, aber ich sehe ihn gleich. Ronny Kinnear. Ne? Hä? Hä? Ach, traurig, nicht viele Extras, ja. Gesehen, die waren sich ähnlich. So, Leute. Trailer! So, Classic Trailer. Horror Time. Ist jetzt nicht das Mega-Horror-Ding. Wir gucken jetzt einfach Nightmare on Elm Street. Es geht so langsam los. Classic Trailer. Ist das ein Trailer? Official Trailer 84. Und ab geht die Post. Zur Vollendung. Vollendung. Bum, 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 bum. Ist so laut. Alter, ist die Werbung lang. Ich schon das Grün nicht so dieses Greenscreen-Grün ist, sondern so ein dreckiges Grün. Das ist ein alter Trailer. Ist. The kids of Elm Street don't know it yet,
But something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You could just see cuts happen. What did that, Lieutenant? I don't know. Tina! Is the coroner got to say? He's in the jaw and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. No one will survive. Help me, please! Who are you? From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror. Nightmare on Elm Street. Fantasy Terror. Ja. Irgendwie war der nicht so gut aufgebaut, ne? Einfach so, wir hauen so eine Szene nach der anderen irgendwie hin. Erst dachte ich, die bauen das so mit Freddy Krüger kommt vorbei, so ein bisschen stilistisch hin. Aber ich glaube, da leidet auch einfach so ein bisschen so dieses, das ist damals auch, es ist so ein Horrorfilm in den 80ern halt, ne? A new masterpiece. Ja, das ist schon heftig. Und die hatten aber recht. Hatten recht. Aber wie sieht das, man das sagt so beim Trailer vorher, ne? Oder? Echt, gibt's keinen, noch einen anderen? Guck mal, ist der auf Deutsch zum Beispiel der gleiche? Aber nur 1,54 bei der eben Auslösung. Ja, ist derselbe, ne? Ups. Noch scheint die Sonne. Ah, die haben noch nicht gesungen. Die haben nicht das übersetzt mit Freddy kommt vorbei. Das haben doch eben gemacht, oder? Es ist Tag. Sie kommen nur nachts. Sie kommen immer wieder. Mörderische Träume. Da draußen ist doch jemand. Was ist denn? Hat das auch mit jetzt dein Freund, Nancy. Du machst das nicht? Niemand wird überleben. Was muss er dann umgehauen haben, der Trailer? Was für Effekte, wie viele Nightmare. Sachen da sind? Und Ideen? Mörderische Träume. Ja, die haben das ganze Ding ausgelassen mit Last House on the Left. Bestimmt war der da injiziert oder so. Genau wie Hills Have Eyes und so, ne? Masterpiece und so, das haben sie gelassen einfach. Okay, wie viele Punkte gibt's für den? Ich würde sagen, er hat auch nichts Besonderes so gehabt. Schon witzig, 6 von 10. 6 von 10. 6 von 10 für Classic Trailer. 5 von 10. Okay, sind wir ja nah beieinander. So, was gibt's denn jetzt für normale Trailers? Trailers. Haben sie einen Trailer? Oh, Trailer. Sonst alles klar, Sada? Du viel zu tun im Moment, hast du gesagt? Jobmäßig und so, oder wie? Ich hoffe, alles sonst in Ordnung und safe. Ariel, Meerjungfrau-Trailer. Nein, danke. Secret Invasion, neuer Samuel Jackson-Film. Brauche ich jetzt auch nicht, oder? Der Babylon-Trailer, den müssen wir halt gucken, ne? Ah, der Dings hier, unser Brad Pitt, ey. Brady. Dharma. Ach, da hast du gehört, von der Serie The School for Good and Evil. So eine... What about you? Sorry? If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. I love that answer. Something that lasts, that means something. Something yes. More important than life. Yes. It's written in the stars. I am a star. If I had money, I would only spend it on things that were fun, you know? Not boring things like taxes. I'm just one for everyone to party forever. When I
first moved to LA, signs on all the doors said, no actors or dogs allowed. I changed that. And now, y'all ready for something different? Whoa! You know what we have to do? We have to redefine the form. Map those dreams and print them into history. Look up and say, Eureka! I am not alone. I'm in so much trouble, Manny. We have to leave now. What I do means something. Geil. Also, ja, viel los im Film, hast du recht. Echt, what the fuck? Es ist halt, dass ich mich verlassen kann auf Damien Chazelle, dass der da aber in sowas, auch wenn viel los ist, dann so richtig Ordnung reinkriegt. Weil er dieses fürs Timing und dieses Melodische hat und den Beat, dass er weiß, wie viel er wann bringen muss und so, und dass das alles trotzdem funktioniert. Ich glaube, der Trailer ist einfach übertrieben schnell. So wie einer seiner Szenen übertrieben schnell sein kann, der Rhythmus. Aber insgesamt, das wird schon cool gehen. Was ist das dann? Und nach Hollywood ist auch geil, dass es erzählt wird. Brad Pitt in der Rolle, boah, freue ich mich voll drauf. Da macht er wieder einen auf witzig und so. Margot Robbie ist sowieso auch cool. Und dann endlich mal wieder Dings zu sehen hier. Tobey Maguire ist wieder am Start. Egal, was jetzt da alle labern immer und so. Und was ist das? Hollywood der 20er? Ja, ne? Haben wir es irgendwie gecheckt? Da steht's ja, okay. For Damien Chazelle's Bolo ist an Origin Epic set in the 20s Los Angeles. Brad Pitt. Cool. Also, den werde ich im Kino schauen. Ich habe, glaube ich, noch keinen Damien Chazelle-Film im Kino gesehen. Nee. Den Mondfilm nicht. Whiplash nicht. Und La La Land auch nicht. Ich habe zwar alle gesehen, aber nicht im Kino bis jetzt. Wie auch immer das gekommen ist. Oder nicht gekommen ist. Ja. Aber so der Trailer, also da hätte wieder die Hälfte natürlich gereicht. Haut er nämlich schon um. The School for Good and Evil, das hört sich so nach. Sieht so nach Twilight aus, ne? Mit Dings hier, Harry Potter. Aha, A24. Vor 11 Tagen. Das habe ich noch nicht gesehen, ja? Was ist das? Warte mal, ich muss mal einen Trailer angeben hier. Trailer habe ich angegeben. Was ist das denn da? Warte mal. Achso, bloß. Trailer, wenn ich Horror eingebe. Kommt wieder sowas. Smile, ja. The Invitation, der nicht hier ins Kino kam bei mir, wieso auch immer. Ach, The Curse of Bridge Hollow. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Dings auf Netflix? Schon raus? Look, Sid, I know you're gonna miss Brooklyn. Give Bridge Hollow a chance. Small towns can be full of surprises. Check out those zombies. As you can see, everybody around here kind of goes crazy around Halloween. Just think it's kind of silly. I mean, do you still believe in Santa Claus? Why? What have you heard? Is he okay? Let's not invite those neighbors over for dinner. So you got plans for tonight? My dad's a science teacher. So he doesn't really do Halloween? Let me guess. Power Rangers. Madonna. Puerto Rican Prince. You are so old. There once lived a wicked man named Stingy Jack. He died in your house. Hello? So ja, so ein Kinderhorror mehr, aber... Aber gemütlich, locker flockig. Den kann man so schon mittags, wenn es dunkel ist, einfach gucken. Und draußen ist ja jetzt dunkel. You guys are not gonna believe this. Stingy Jack tricked me into finding his old lantern. And now the Halloween decorations are coming to life. Come on, Sid. That's just not something that happens. Sid, they're just actors. I don't think you're allowed to touch me unless I sign a waiver. Oh! They're all actors! Repeat
clowns are not actors! They have completely taken over Bridge Hollow. If we can't stop Jack by midnight, every day will be Halloween. Ja, ist ein schöner Kinderhorrorfilm, aber den trotzdem in der Atmosphäre bestimmt gut finde. The Visitor, The Exorcism of God. Barbarian. Ja, denke auch. David Cozy, crazy. Titanic 666. Oh man, der sieht schon so billig aus. Miss Harrington. Ist da was? Schon wieder Netflix. Chucky Season 2. Ja, kommt echt eine zweite Staffel. Ach, das wollte ich sehen. A24 Maxine. Ach, das war's, oder wie? Okay, ich hab den Rest aber nicht gesehen. Movie Trilogy, bla 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 bla, kann ich so. Okay. Sins of Our Mother. Sieht auch so billig aus. Piggy, Significant Other, Trailer. Willow, Pearl haben wir gesehen, New York Home Movie. Da hat er schon Pinocchio geguckt, der soll ja richtig kacke sein, was ich auch denken kann. Spirit Halloween, vor einem Monat. Ah, das sind schon diese. American Murderer. Oh, The Monster. Ja. Don't Look in the Mirror. Oh, mein Gott, Alter, was ist das für alles so short? Das ist meine. Zerlegt 2022? Ach, Quatsch, alles Quatsch. Nur Quatsch. Oh, mal da gerade was Neues. Da sehen wir wenigstens, wie das wirklich Neues. Da mal, aha, beschissen. Das heißt so beschissen an. When it becomes the prime suspect in the last murder investigation in the Korean thriller. Das ist bestimmt cool. Avenue. Mr. Herring's phone. Da wieder wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody from scratch. Was war das nochmal mit Charlie Hunnam? Das haben wir doch schon gesehen, glaube ich, die Serie. The Curse. Warte mal, kommen wir gerade hier rein. Koreanischer Thriller. Neuer Park Chan-wook Film. Park Chan-wook. 아내 속설아입니다. 많이 놀라셨겠습니다. 웃는 거 봤어? 젊고 예쁘고 외국인이어서 피의자가 돼야 되냐? 알리바이 입증된 거야. 예쁜 거 인정하시는 거네요. 아유, 되셨나. 그 친절한 형사의 심장을 가져다 주세요. 난 좀 갖고 싶네. 저 거기 없는데요. 그럼 어딘데요? 졸지 말아요. 조금만 더 참아요. 우리 일을 그렇게만 하지 말아요. 우리 일 무슨 일이요? 당신을 끌어안고 행복하다고 속삭인 일이요? 내가 그렇게 만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? 아이즈 옥토버 살라 컴니 마이스 키노스 그런 거 같아서 처음만 어렵다. Und auf Movie zu streamen steht hier auch.
in manchen Ländern. Moment mal, Winner of Best Director, hat er 22 dafür ein Bester Director gewonnen? Kann? Also ich habe jetzt ja Cannes und alles gar nicht mehr so ordentlich Venedig und so nichts mitbekommen. Das ist Google Pixel. Ah, das muss ich jetzt gerade mal gucken. Blablabla. Natürlich cool, ja. Das wäre sehr cool. Mystery Romanze. Film is written in Deutsch. Film selected to compete for the Palme d'Or. Where Park Chan-wook won Best Director. Alter, was ist denn los hier? Wie cool ist das denn, Mann? 29 Unicorn. Cooles Plakat. Cooles Plakat. Ah ja, wir haben gar nicht, wir haben auch hier gar nicht mehr gechanged, die Poster und so, ne? Das, ja, das Poster, okay, was soll man da nehmen? Ja, gut, ist jetzt nicht so. Da jetzt, warte mal, wenn ich jetzt, was habe ich denn gesehen gehabt? Ach, guck mal, das sind auch so, guck mal, die 90er-Poster. Hier, habt ihr das gesehen eigentlich richtig? Immer so das Gesicht von einem Darsteller immer groß drauf. Das sind natürlich jetzt auch ziehende Darsteller gewesen, ne, aber... Warte mal, was hatten wir noch, was da aus der Zeit war? Hatte ich da noch was? Breakdown, blablabla. Den noch. Da muss auch Kurt Russell groß drauf sein. Ja, so sein halbes Gesicht auch nochmal ganz groß. Flugzeug und... Ja. Cool. Ja, Leute. Also, wie gesagt, ich habe Karate Tiger gesehen. Karate Tiger, sag ich so nicht. Weil... In der nächsten Folge BQF besprechen wir Karate Kids. Boy Behind the Door, so ein Horrorfilm. Der ist auf Prime, könnt ihr jetzt gucken. Guckt ihr mal. Und Mulholland Drive. Genau. Ja, da kann mich richtig was freuen, ey. So richtig, egal. Was wollen wir jetzt noch sagen? Ach so, ich habe gar nicht geguckt, was ihr geguckt habt, ne? Sag mal, ich zoome jetzt immer einen aus und mache das dann immer so rückwirkend. Dann passt das auch mit zu gucken und so, ne? Und jetzt einfach, der als erstes da ist. Das ist Oliver. 2 Sterne für Ma. Ganz schön viel. Der war echt schlecht. Also, wo wir gerade waren mit dem schlechtesten Film, den er jemals gesehen hat, Alter. Das war aber ganz oben mit dabei, ey. Der war richtig langweilig. Richtig langweilig. Also nicht nur, dass alles vorhersehbar und überhaupt passiert und dieser Twist und so, den es gar nicht so richtig gibt. Man hätte sowas Cooles machen können mit ihr. Ist ja richtig langweilig. Und das, was gemacht wurde, auch schlecht. Hier guckt Dominika zum Glück auch ein. Eben Oliver und anderen Teil von André. Da waren wir echt wütend auch. Der hat auch nicht Spaß gemacht, so wie jetzt zum Beispiel Jeepers Creepers 4, weil der so kacke war. Juhu, sieht gut aus. Ja, sah das echt, ne? Das sieht cool. Was hat denn dieser Tay Taylor noch gemacht? The Help hat der gemacht? The Girl on the Train, ja. Ja, nicht viel, alles gut. Was wollte ich jetzt hier gerade gucken? Wollen wir das Poster changen? Ich change nur Poster. Das ist jetzt das. Ach, das sind alle Kacke. So, dann gucke ich jetzt noch bei Oliver, was er noch gemacht hat. Jagged Cross Concrete. Okay, Craig Zahler. Für mich hat er bis jetzt eine volle Runde hingelegt. 4,5 auch von Oliver. Die auch alle gut hier. Guck doch mal an. Und der war auch super. Was hast du mit den Darstellern, wenn du es so überlegst? Der macht Filme. Die sind so ruhig und trotzdem die ganze Zeit eine Spannung geladen, die sich dann auch irgendwann aber entlädt, auf Extremste. Und dann immer so eine realistische Brutalität halt irgendwie, sowas sagen, ey. Gerade weil es vorher halt so realistisch, seriös, trocken aufgemacht wird. Dass man immer so eine totale Verbindung zu den Charakteren kriegt. Auf eine ganz komische Art und Weise. Irgendwie ist man aber mit denen gar nicht so, dass man so mit denen so richtig mitfiebert. Man ist dabei. Aber dann, wenn denen was Heftiges passiert, will man das nicht. Und dann checkt man erst, Mann, ich mag die eigentlich oder ich will nicht, dass denen was passiert. Und das ist dann so ein cooler Effekt, so irgendwie. Ich wüsste nicht, wie ich das beschreiben soll. Als Kruxala, alle Filme, also die habe ich jetzt nicht gesehen, das ist ein Kurzfilm. Hier steht gar nichts, Minuten, nichts steht hier. This sounds weird as hell, but it's Zahler and all of his films have been incredible, so I will 100% watch this Alpo Albino movie. Warte, ist das was Neues, was kommt, oder wie? Was? Okay, anscheinend ist das noch, was kommt, oder so.
Keine Ahnung. Alle drei Filme sind wirklich sehr gut. Kann ich ja noch sagen. Boah, ich darf gar nicht an die Filme denken. Buh. Also, was hat er gemacht? Er hat Western gemacht, er hat Knastfilm gemacht und er hat Cop-Thriller gemacht. Krimi. Was kommt als nächstes? Der bringt sich in alle Genres ein und gibt allen auf jeden Fall eine geile Ebene. Und was Eigenes. So, hast du noch was geguckt? Barty Monster. Ach, das ist hier mit Dings, mit Colin Culkin. 4 Sterne 2003. 2 von Guess. 3,4 insgesamt. Das ist eine Wand. Paint, Drawing, 10 Stunden Suspense und Dings. Okay, ist das dann so ein Video, wo einer 10 Stunden die Wand filmt und dann so Kunst macht? Be Kind, Rewind. 3,5. Den habe ich im Kino gesehen sogar. 2008. Nur 2 von Dominic, 3 von Guess, 3,5. Ja, das ist so, wer Filme liebt, Kino liebt und auch vielleicht das Filme machen liebt, der wird den Film hier lieben. Das ist schön. Michael Gondry. Nur gute Sachen. Ich mag auch The Green Hornet irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ja, ich habe den 1,5 Sterne, das war so, ne? Weil er ist halt kein guter Film und ist so ganz Standard. Und irgendwie passiert auch nicht wirklich was, aber irgendwie ist es so ganz schlicht. Seine Schlichtheit gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Our past belongs to us. Yes. Okay. Obwohl, Sarah, deine müsst ihr jetzt auch angucken, weil du da bist, ne? Und das ist ja so selten. Seven Blood Stains Orchids? Ich weiß gar nicht, wie das ausspricht. Umberto Lenzi. Ja, das ist auch so von Bissen, aber eher so. Ein gutes Mittelmaß gemacht hat, ne? Hat auch nie was Herausstechendes gemacht, oder? Herausstechendes, witzig. Ja, ich mag auch nicht seine Poliziotteski so sehr jetzt unbedingt. Spasmo, da sind seine Erotik. Der hat coole, in die Genre passenden Filmchen gemacht. Die reihen sich so einfach mit ein, aber eben mehr nicht. Und ich kann mich auch null erinnern an Cetera Orchidee Macchiate di Rosso. Wirklich null. Weil ich den gesehen habe. Naja, egal. Aber ihr fandet den ja ganz auch so okay halt. Sara und Dominik jedenfalls. Ach, guck hier. Da habe ich schon überlegt, ob ich den gucke mit Giacomo. Aber die Bewertungen waren so schlecht. 2,2. Aber du gibst den 3,5. Ralf, du Arschgeige. Was geht? Jetzt Podcast gleich aufnehmen? Cobra Kai, 5. Staffel. Ich bin nämlich jetzt hier fertig. Und denkst, möchte ich den sehen. Und ich dachte auch alleine wegen Kung Fu. Jetzt müsste das Giacomo gefallen. Kung Fu Fighting. Aber das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Obwohl das bei vielen ist echt, dass sie so diese Animationsfilme runtermachen. Ich stehe einfach voll auf Animationsfilme. Die müssen gar nicht so gut sein. Rapunzels Fluch. Okay, ganz schlecht. Das ist so ein Billigfilm, ist der so gekommen in der Reihe mit hier, mit den anderen. Sie will Rache. Ach, der Matsufsim ist schon lustig. Verstehe die negativen Kritiken nicht. Weiß nicht, die wollen jetzt immer, wie gesagt, die wollen jetzt immer ein Dings haben. Kommt ja bald der zweite Teil daraus, ne? Von, wie heißt der Film nochmal? Im Kopf. Alles steht Kopf? Nee. Die größte Pixar. Wer es am meisten mag, wird den schon mögen. Ja, denke ich auch. Dabei will ich immer noch Kubo. Hieß der Kubo, der Samurai? Den habe ich noch gar nicht gesehen, ey. Da ist er. Kubo and the Two Strings. Ja, habe ich sogar. Guck mal, 3,9. Was für gute Bewertung und so. Den muss ich gucken. Aber da habe ich schon wieder Angst vor, dass es so traurig ist. Aber der ist bestimmt gut, ey. Kubo fehlt mir auch noch.
Ja, den gibt es allerdings zu streamen. 2016, eigentlich schon lange her. Lange her. So, Leute. Da bin ich ja. Das war's schon wieder. Ralf ist schon wieder eingeschlafen und aufgewacht. Und dann macht sich einen Kaffee. Dann zieht euch alles rein, liked, abonniert. Website kommt wieder, ist bald wieder da. Und dann mache ich das auch mit dem Newsletter. Und integriere auch den Shop in meine Website. Den Merch-Shop. Und ja, da gibt es dann so coole Tassen wie die. Obwohl, die werde ich wieder rausnehmen, weil das einfach zu klein ist und so seitlich. Und die helle Farbe halt dann zu unbedingt. Ich meine, jetzt sieht man das sowieso nicht hier. Kann ich das Licht ein bisschen abdämpfen hier so? Checkt man es schon ein bisschen eher, aber es ist unscharf. Habe ich den Fokus ausgemacht, den Autofokus? Habe ich. Und danke fürs Zuschauen, Sarah. Ralf, wir können ja miteinander gerade sprechen. Talk to me. Und dann sage ich,